Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, liebe Porsche-Freunde. Herzlich willkommen zu Porsche Sound Night 2021. Es ist angerichtet. Wir haben perfektes Wetter. Wir haben die Strecke im Entwicklungszentrum in Weissach exklusiv reserviert. Übrigens 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und wir haben alle Porsche-Ikonen, sowohl die Automobile als auch die Fahrer, die Entwickler und die Ingenieure für euch vorbereitet, um euch Folgendes zu bereiten. Eine riesengroße Gänsehaut, Leute. Wir werden heute alles abfeiern und es wird einfach nur episch werden, denn wir haben unter anderem Le Mans-Sieger Timo Bernhard am Start. Wir haben meinen Co-Moderator und Faktenchecker Mark Webber am Start. Rennfahrerlegende Hans-Joachim Striezelstuck. Und last but not least, Le Mans-Sieger und 4-Langstrecken-Weltmeister Marc Lieb. Also, das wird eine richtig krasse Nummer. Die Kracher sind alle am Start. Wir haben noch viel, viel mehr, als ihr jetzt bis jetzt schon gesehen habt. Und ich bin sehr gespannt, liebe Anna Fleischhauer, denn ich mache das Ganze natürlich nicht alleine. Liebe Anna, wen hast du denn gerade am Start? Ich schalte mal rüber ins Museum. Das ist ja ordentlich was, was ihr da zu bieten habt in Weissach. Wir sind hier in Zuffenhausen, ungefähr 35 Kilometer von euch entfernt. Herzlich willkommen auch von ihr. Und du hast es eben schon gesagt, bei euch wird es ordentlich actionreich. Bei uns vielleicht nur ein kleines bisschen ruhiger. Aber mit Sicherheit nicht weniger spannend und weniger legendär. Denn schaut euch mal diese Gäste an. Unsere drei Legenden hier. Wir haben einfach die absolute Porsche-Kompetenz hier. Wir haben August Achleitner, Mr. 911. Wir haben Roland Kussmaul, langjähriger Porsche-Entwicklungsingenieur und Rallye-Fahrer. Und dann natürlich unseren Langen hier, Walter Röhrl, zweimaliger Rallye-Weltmeister, langjähriger Porsche-Markenbotschafter. Also richtig, richtig tolle Gäste. Einmal Daumen hoch, seid ihr bereit für den Abend? Das sieht danach aus und jetzt hoffe ich einfach, dass ihr auch dabei seid. Wenn ihr Fragen an diese Männer habt oder vielleicht zu dem ein oder anderen Modell, was hier kommt, dann geht einfach auf soundnacht.porsche.de, werdet da eure Fragen los. Gerne auch immer Feedback unter Hashtag Porsche Soundnacht. Ich freue mich sehr drauf auf die nächsten, würde mal sagen, 2 Stunden sind wir bestimmt dran mit ganz, ganz vielen Überraschungen. Und Matthias, ich bin mir sicher, in Weissach, da wartet gleich die erste Überraschung. Wir haben nicht nur die erste Überraschung, sondern das erste absolute Highlight in der Geschichte von Porsche Motorsport. Gibt es natürlich faszinierende und vor allen Dingen sehr, sehr erfolgreiche Rennwagen en masse. Aber hinter mir steht schon eigentlich das wichtigste Auto, der 917. Absolute Ikone, er hat sie alle überstrahlt. Nicht umsonst gilt der 917 als Rennwagen des Jahrhunderts. Und wir sehen ihn heute in der natürlichen Umgebung hier, nämlich auf der Strecke in Weissach. Ich bin sehr gespannt und wir dürfen den Marc Lieb, der sitzt nämlich am Steuer, ist gerade schon die eine kleine Runde gefahren. Den dürfen wir jetzt einmal um Race Start bitten, würde ich sagen. Und bitte go! Ich sag mal so, viel krasser geht's nicht. Mark Webber, du hast es sehr, sehr schnell aus dem Auto geschafft, very, very fast out of the car. Yes, I got it as quick as I could. A little bit too much fuel in the engine to leave, but great little lap to do. Okay, we need some facts about the 917, please. Beautiful car, of course, 69, you know, it's a 12-cylinder, it's got loads of horsepower, over 600 horsepower actually, top speed 320, around 800 kilos. Very, very hard. Hard facts. Good hard facts. Thank you very much, Mark. Cheers. See you later. Und wir gehen jetzt mal rüber zu meinem nächsten Gast. Und zwar haben wir Valentin Schäfer. Und er ist, hallo Herr Schäfer, grüßen sich. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie haben den 12-Zylinder entwickelt. Nach sehr, sehr erfolgreichen 4-, 6- und 8-Zylinder-Motoren war es irgendwann Zeit für den 12-Zylinder. Wir dürfen den Sound jetzt noch einmal genießen. Deswegen sind wir heute hier. Einmal ganz kurz. Also ich kann nicht mehr, wenn ich das höre, das flasht mich einfach nur komplett weg, ehrlich gesagt. Und wir haben es natürlich in der Probe schon ein paar Mal gehört, aber es ist immer jedes Mal wieder, es haut mich einfach nur komplett weg. Geht es Ihnen ähnlich? Mir geht es ähnlich. Ja. Sie lachen sehr. Wobei ich natürlich jetzt die Turbos gewohnt war und es schön ist, wie es mal war. Ja? Genau, ja. Die Entwicklung des 12-Zylinders musste sehr, sehr schnell passieren.
Können Sie ein bisschen aus der Zeit erzählen? Wie haben Sie damit angefangen? Warum kam der Motor überhaupt? Der Motor kam, wir sind Jahrzehnte mit den kleinen Autos gefahren. Wir sind sehr, sehr erfolgreich gefahren, aber wir haben nie einen großen Sieg irgendwo machen können. Mhm. Und somit war es uns sehr in der Abteilung, Rennabteilung, in der ich immer tätig war, sehr gefreut, dass wir was Neues kriegen, wo wir mal richtig mitfahren können. Okay, das hat funktioniert, wie wir jetzt heute wissen natürlich. Die Zeit, Sie haben es gerade eben angesprochen, die Turbo-Zeit. Sie wurden dann irgendwann der Turbo Valentin tatsächlich genannt. Das Auto kommt jetzt gleich rein. Der Spitzname erstmal sensationell, glaube ich, kann jeder zufrieden sein, wenn er so genannt wird von seinen Kollegen. Sie sind damals auch mal im 917 bei einer Rennveranstaltung mitgefahren. Wie ist es dazu? Danke. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es war so. Damals hatten die Fahrer also wirklich Respekt, wollen wir mal sagen, nicht Angst vor diesem sensationellen Auto, plötzlich so groß und so schnell. Und dann haben die überall etwas gesagt, es wäre vielleicht nicht ganz so, wie es sein sollte oder was. Der Motor würde auf der langen Gerade in Spa aussetzen. Und da hat der Herr Pirch zu mir gesagt, ich möchte doch ins Auto sitzen und das sehen, was sich da tut. Und ich bin dann reingesessen, musste reinsitzen, aber da war weder ein Haltegurt noch ein Notsitz. Drin? Nein, es war normal sogar, ich saß sogar auf dem Boden. So, eingespreizt im Käfig. Eingespreizt, ja, und musste da also mit anhören, aber ich selber konnte da nichts finden. Stellen. Da war der Sound natürlich, hat überwogen. Okay. Ja, konnte man nicht feststellen, ob der jetzt aussetzt oder nicht. Ja, undenkbar, sowas heute zu machen bei einer Rennveranstaltung, dass da irgendwie der Entwickler mal kurz ins Auto reinhockt. Aber deswegen lieben wir die alten Zeiten so, weil halt diese geilen Geschichten da passiert sind. Wir wollen uns einmal ganz kurz die erfolgreiche Geschichte des 917 angucken, haben da ein paar sehr, sehr schöne Bilder vorbereitet für Sie. Marc Lieb hat es mittlerweile rausgeschafft aus dem Auto, war glaube ich nicht so ganz so einfach. Wir haben es im Hintergrund so ein bisschen beobachten können. Der 917 war ja 69, also das hier ist übrigens das Chassis Nummer 001, der absolut erste, den es jemals gab. 69 gebaut. Wie fühlt sich das an, quasi in dem wichtigsten Auto der Company jetzt sitzen bzw. liegen und auch noch fahren zu dürfen? Ja, erstmal als wahnsinniges Privileg, die Autos überhaupt bewegen zu dürfen. Ich glaube, das ist einzigartig, was das Porsche Museum immer wieder auf die Beine stellt. Und ja, ich bin wirklich gesagt, ich habe Gänsehaut. Das Auto ist einfach sowas von sensationell und weckt so viele Emotionen. Die pure Leistung, die das Auto einfach hat, die Beschleunigung für die damalige Zeit, einfach sensationell. Was würdest du sagen? Also ich meine, das ist ja wirklich auch heute noch ein Biest. Glaubst du, dass du das früher gebändigt hättest? Wärst du eingestiegen? Weil es ist ja, Rennfahren ist niemals ungefährlich, aber mit so einem Gerät natürlich, glaube ich, wirklich richtig gefährlich. Ich glaube, die haben einfach damals weniger nachgedacht. Das war einfach eine andere Zeit. Und ich glaube, wenn ich damals in der Zeit geboren gewesen wäre und Rennfahrer gewesen wäre, wäre ich natürlich eingestiegen und wäre gefahren. Aber trotzdem ist es einfach, wenn man sich, wenn man es vergleicht mit heute, kann man sich das eigentlich fast nicht vorstellen. Und das waren die wahren Helden damals, die Autos wirklich am Limit bewegt haben. Was war Topspeed damals? Ungefähr 360, 370. Valentin, weißt du das vielleicht noch ein bisschen genauer? Die Topspeed von dem Auto auf der Geraden? Das war, also auf der Geraden hatten wir die höchste Geschwindigkeit, die gemessen wurde, 386. Wie schnell warst du eben hier? Hast du auf den Tacho geguckt? Nein, er hat keinen Tacho, aber ich schätze mal, was wir 240, 250 schon drauf gehabt haben, also war schon ordentlich schnell. Also der Sound war wirklich markerschütternd, ich habe es im Bauch gespürt, einfach nur eine Sensation. Wir wollen mal hinten das Motörchen, den 12-Zylinder, Sauger, Mittelmotor, wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Die Jungs aus dem Porsche Museum haben schon mal die Haube für uns geöffnet. Die Frage an euch jetzt als absolute Vollexperten, ne? Was ist für euch das Besondere, wahrscheinlich für Sie
gibt es wahrscheinlich 10.000 besondere Sachen an dem Motor. Aber was ist vielleicht das eine Ding, wo Sie sagen, das da, das hat uns wirklich geschmeckt damals? Also, was dieser Motor hatte, war das absolut Besonderste, dass er einen Mittelabtrieb, heißt das, von den Schwingungen her gesehen, ist dieser Motor, weil er einen Mittelabtrieb Mitte in der Kurbelwelle hat, hat zu der Abtriebswelle, wo die Kupplung hinten drauf ist, das ist sozusagen ein Dämpfer gegen diese. Und damit ist der Motor so gesund, wird nie, hat nie einen Verteiler oder einen, irgendeine Kerze oder einen Kanal oder keinen Riss nirgends. Der hat nirgends irgendwas abgeschüttelt. Und das ist das Allerwichtigste an Rennmotoren, das Schütteln. Ja. Ist das für schön auch für den Fahrer? Spürt er das überhaupt? Ja, der spürt natürlich, dass ein Zwölfzylinder einfach sich anders anfühlt wie ein Vierzylinder zum Beispiel. Und besonders wichtig für die Haltbarkeit. Sehr, absolut. Geht mit dem besonders gut. Wir hatten also nie einen großen Ausfall mechanischerseits. Ja? Elektrik gab es öfter mal. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, müssen wir ihn noch mal hören. Ja? Es ist ja ganz klar, einmal im Stand, wirklich während der Vorbeifahrt, absolut markerschütternd, grandios. Der Marc schält sich rein. Das ist unglaublich, wie gelenkig der Mann ist. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt sitzt er schon drin. Wie schnell geht denn das? Also, wir möchten das Konzert noch mal hören, bitte. Marc, das ist absolut göttlich. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich sensationell. Valentin, komm mal rüber noch mal zu mir. Wir werden das Auto ganz zum Schluss noch mal sehen und hören. Marc, vielen Dank, dass du dabei bist. Valentin, lieber, sehr schön. Dir auch einen lieben Dank. Und wir schalten jetzt rüber zu Anna-Heinz Museum. Los, bitte los. Jo, auch von uns danke für diesen... Auch von uns ganz lieben Dank. Ja, auch von uns ganz lieben Dank für diesen göttlichen Sound. Und wir kommen jetzt vom erfolgreichsten Rennwagen seiner Zeit zum erfolgreichsten Sportwagen aller Zeit. Und ich glaube, die meisten von uns, die können sich schon denken, worum es geht. Es gibt keine Zahlenkombination, die mehr Mythos versprüht als diese. 9-1-1. Ja, der 911, der Porsche schlechthin. Mehr als 1 Million Exemplare wurden bisher angefertigt, über 8 Generationen hinweg. Aber diese beiden Porsche, die hier stehen, die sind wirklich alles andere als Massenware. Das sind Einzelstücke, das weiß Alexander Klein. Du hast einen Job, den, glaube ich, alle da draußen gerne hätten. Du bist nämlich Leiter der historischen Fahrzeugsammlung. Wie wir an diesen Job kommen, das wollen wir später klären, vielleicht auch off-camera. Also ich glaube, hier ist eine Bewerbung für deine Nachfolge. Reden wir aber jetzt mal über diesen Elfer. Es ist ein Ur-Elfer, so viel dazu schon mal. Wie habt ihr den aufgegabelt? Ja, Anna, es ist in der Tat wirklich eine sehr einzigartige Geschichte, wie wir das Auto gefunden haben. Es war im Sommer 2014, als uns ein Anruf von einem recht bekannten TV-Format ereilte, der da lautete, wir stehen vor einer Scheune, die ist über und über mit Ersatzteilen voll und wir glauben, da steht ein alter Elfer drin. Was ist denn sowas wert? Und wir haben dann gefragt, ja, gibt es denn da noch ein bisschen nähere Angaben vielleicht? Dann hieß es, ja, desolater Zustand und rot wäre er. Und daraufhin hat man uns dann die Fahrgestellnummer. Also die Farbe konnte man noch sehen. Ja, am Dach war noch ein bisschen rot drauf, der Rest war nicht mehr so vorhanden. Aber anhand von der Fahrgestellnummer gab es schon ein gutes Indiz, dass es sich um ein sehr, sehr frühes Modell der 911-Baureihe handeln muss. Also spannende Geschichte und jetzt steht er hier
originalgetreu restauriert, da steckt jede Menge Arbeit hinter. Schweiß, Blut, vielleicht auch das ein oder andere Tränchen am Ende, aber auf jeden Fall viele Freudentränen. Viele, viele Monate, die da rein investiert wurden. Und wir haben das für euch mal in ein paar Sekunden zusammengefasst. Das ist also einer der ersten Elfer überhaupt. Wunderschönes Auto, ganz, ganz toll restauriert. Und wenn man mal in so eine Scheune geht, dann kann das sein, dass da nicht nur ein Wagen drin steht, sondern tatsächlich auch noch ein zweiter. Ich komme da gleich mal rüber. Ein bisschen jünger, 68er Generation, und auch der sah mit Sicherheit anders aus. Den haben wir erst mal gar nicht entdeckt. Der lag unter Vorhängen und unter Gardinen, der Wagen. Ein 68er. War ein Dornröschenschlafer. 911L, den gab es auch wirklich nur in diesem Baujahr. Von daher war es absoluter Zufall, also quasi ein Unikat aus den ganz frühen Baureihen bzw. ganz frühen Monaten, und den 68er L gleichzeitig in dieser Scheune aufzufinden. Ja, Wahnsinn. Also ich würde sagen, das war fast ein Jahrhundertfund. Wenn wir uns jetzt diese beiden Wagen mal anschauen, auf den ersten Blick, ganz ehrlich, mir fällt da jetzt nicht so viel Unterschiedliches aus. Du bist der Experte, vielleicht kannst du uns mal sagen, wo denn wirklich die kleinen Feinheiten, die kleinen Details in den Unterschieden bei den beiden liegen. Fangen wir bei den Gemeinsamkeiten an. Mhm. Beide rot, beide 2 Liter Hubraum. Das ist offensichtlich. Beide 6 Zylinder, beide 130 PS. Aber in der Tat, 4 Jahre machen doch einiges aus. Wenn wir vielleicht vorne mal beginnen. Du siehst hier diese Hupengitter, die aus Chrom sind. Die sind hier befestigt mit 4 Schrauben. Die waren damals relativ schwer, war verchromtes Messing. Da drüben mit 2 Schrauben, da war das Material schon etwas leichter. Da muss man schon ein gutes Auto haben. wenn man zurückgeht, schauen wir mal die Bereifung bzw. die Felgen an. Auf der linken Seite beim 64er, 4,5 Zoll. 15 Zoll, hier schon 5,5 Zoll, etwas breiter, stabilisiert natürlich die ganze Fuhre. Wenn wir oben gucken, schau mal, die Scheibenwischer sind hier auf dem 64er rechts angeschlagen und bei dir links. Wie kommt das? Das wurde geändert, weil du natürlich das Wasser dir nicht in das Sichtfeld des Fahrers schaufeln willst, sondern vom Fahrer weg. Und deswegen macht ist Sinn. Es quasi eine kleine Modellverbesserung, die da vorgenommen man wurde. Man lernt mit den Jahren. Auch wenn man mal die Tür aufmachen will, siehst du gleich den ersten Unterschied. Der Türdrücker ist völlig anders. Ich habe hier einen runden Türdrücker. Aha. Und deiner ist in so einem eckigen Kästchen quasi versenkt, dass sich die Türe nicht öffnet. Und innen drin siehst du dann schon die wirklich markantesten Unterschiede. Du hast auf der einen Seite sehr zeittypisch Holzlenkrad mit Alukern, Holzarmaturenbrett. Und bei dir beim 68er schon Bakelit-Lenkrad, Aluminiumverblendung am Armaturenbrett. Wir haben unterschiedliche Stoffe an den Türverkleidungen. Wir haben unterschiedliche Materialien auch am Boden. Also es ist schon, wenn man genau hinschaut, schon ein Unterschied, der da festzustellen ist. In jedem Fall auf jeden Fall beides wunderschön. Schön restaurierte Autos, und wir sehen schon mal wunderschön aus, wie sie da stehen. Aber noch schöner ist, wenn wir sie hören könnten. Ich muss mich entscheiden, ne? Dann würde ich sagen, Alter geht vor. Nehmen wir den nur Elfer, oder? Du setzt dich ans Steuer. Ich bin sehr gespannt, denn ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich an euch da zu Hause, so einen alten Elfer, den haben auch die wenigsten von euch gehört. Deswegen, Alexander, Zündschloss links. Die Wiedergeburt des Urelfers, möge sie beginnen. So hört sich Historie in. So beginnt die Zeit des neuen Elfers. Und Matthias, ich bin gespannt, mit welchem Sound ihr uns jetzt überrascht. Wir machen weiter thematisch ebenfalls in den 60er Jahren, liebe Anna, und zwar mit dem Porsche 907, dieses wunderschöne Auto. Marc Webber sitzt drin. Kann ich das sagen? Der ist nicht halb so schön wie das Auto. Sorry, Marc, er kann es zum Glück nicht verstehen. Das Auto ist einfach nur so schön geworden, von der Aerodynamik geküsst. Und jetzt wollen wir ihn einmal hören, bitte. Klingt schon sehr, sehr gut, aber der Rudi Linz, unser Zeitzeuge, du bist damals mit dem Auto gefahren. Du weißt schon jetzt, dass er nachher noch ein bisschen anders klingen wird, ne? Er wird nachher absolut anders klingen. In den 60er Jahren gab es ja schon einiges zu feiern. In der Regel hat es aber immer nur gereicht für Klassensiege. Großer Gesamtsieg war nicht drin. Es fehlte das passende Material, und das
ist dieses 907. Passende. Genau. Der 907 war eine Weiterentwicklung vom 910. Man sieht auch von der Aerodynamik her, von der Karosserieform, das war viel windschlüpfriger. Das Auto hat Änderungen an der Achsaufhängung und war absolut gut für ganz tolle, großartige Gesamtsiege. Was habt ihr in Daytona gemacht mit dem Auto? Apropos Gesamtsieg. Wo ich in Daytona war, war das ein Dreifachsieg. Es gab bei einem Auto kleine Schwierigkeiten, sonst sind die Autos problemlos gelaufen und war dort eine Riesensensation, dann Dreifachsieg. Was gibt es da in dem Auto für Innovationen, die du ansprechen kannst, wo du sagst, so, das war wirklich jetzt eine andere Nummer? In erster Linie die Karosserieform. Weil fahrwerkmäßig war das angelehnt und viel von der technischen Seite her, was bereits im 910 verwendet wurde. Aber von der Karosserieform her war das absolut anders. Genau, es wird jetzt gerade ein bisschen was umgebaut hinten. Währenddessen schauen wir uns mal an, was es an dem Auto alles für Innovationen gegeben hat. So, wir sehen, da hinten wird dran geschraubt, nämlich den Schalldämpfer hinten am Ende kann man abbauen. Wofür? Warum? Warum gibt es überhaupt ein Auto, was leiser ist, als es eigentlich wäre? Das ist doch irgendwie, das gibt es doch gar nicht in den 60ern sowas. Das war doch eine einmalige Situation, dass wir sind mit den Autos im Verkehr vor Training auf der Targa Florio gefahren. Und ganz normal mit allen anderen? Mit allen anderen Verkehrsteilnehmern, da fuhren wir durch drei Dörfer durch. Und da war es dann ein Entgegenkommen gegenüber der Bevölkerung, wenn man die ganze Woche gefahren ist, dass es etwas leiser war. Es fuhr damals Ferrari, Alfa Romeo. Wir fuhren im März zum Vortraining eine Woche den gesamten Rundkurs. Eine Runde ist über 72 Kilometer. Und das war Zugeständnis, dass man dann das Auto leiser gemacht hat. Okay, mich wundert es ehrlich gesagt, dass es das in den 60ern auch schon gab. Und ich finde auch, dass er so natürlich auch schon nicht so richtig leise ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie er klingt, wenn die Jungs aus dem Museum das für uns abgeschraubt haben, Rudi. Marc, vorher kriegen wir von dir noch einen kurzen Faktencheck, ein paar Zahlen zum 907. Yeah, 1969, obviously four-cylinder, around 270 PS, 2.2-liter and a top speed around 300 and 600 kilos. So really... amazingly light. Weighing very light. Little rocket ship. Okay, cool. Thanks, Marc. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt rüber zu Anna. Lassen die Auspuffanlage noch ein bisschen abkühlen, bis die Jungs dran können. Kurze Pause, wir gehen rüber zu Anna und dann ist der Auspuff ab und es wird noch lauter als vorher. Das sind doch gute Aussichten und wir sind zurück im beschaulichen Zuffenhausen mit einem kleinen Ratespiel. Wenn ihr euch diesen Elfer hier anschaut, auf welche Motorisierung würdet ihr tippen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr Turbo sagen würdet, es sei denn, wir wären beim Heckflügel angelangt. Das ist natürlich der kleine Hinweis dafür. Ansonsten, ja, spricht nicht so viel für den Turbo, aber das ist tatsächlich der allererste Turbo überhaupt im Porsche-System. Also aus dem Motorsport hat es der Turbo in Serie geschafft. Was sehen wir hier dran? Er hat eine schmalere Karosserie, kein Turbo-Schriftzug am Heck, 2,7 Liter Boxermotor, 240 PS. Das sind schon mal die groben Fakten. Wenn wir mehr wissen wollen, dann müssen wir uns aber die geballte Porsche-Kompetenz hier zurechtholen. Und deswegen würde ich ihn mal hier auf die Bühne bitten. Toni Hatter, ganz herzlich willkommen. Hallo, Anna. Über 30 Jahre für ja, die Porsche-Designs hier zuständig. Was hat es denn ganz besonders mit diesem Turbo an sich? Der hat eine besondere Geschichte mitgebracht. Genau, besonders an diesem Fahrzeug ist es, wie du sagst, eine schmale Karosserie, aber trotzdem ein Turbo. Mhm. Der erste Turbo ist auch ein Geschenk an Luise Pirch in 1974. Wunderbar, dann gucken wir mal ein bisschen rein. Die hat sich anscheinend ein Schottenmuster ausgesucht. Ob sie das selber ausgesucht, weiß ich nicht. Aber das ist der Anfang von die M&M's Farbpalette von Porsche. In den 70er Jahren waren sie maßgeblich geprägt von solchen Farben und Materialien. Was sind denn so die typischen Turbo-Merkmale hier? Dann natürlich sieht man hier
keine typische Porsche-Merkmale. Weil es der erste ist. Bei Designprojekt bekommt man einen Stackbrief. Ein Stackbrief für ein Turbo ist wie ein Weihnachtsgeschenk für jede junge Designer. Die Stackbrief enthält alle Turbo-Merkmale. Breite Karosserie, breite Räder, ein fester Heckspoiler. Dann mussten die Vorderteile und Heckteile mit großen Öffnungen für die Luftdurchlass, für die große Kühle, großer Luftbedarf, auch hinten seitlich Lufteinlässe und letztendlich die Auspuffentrohre sind maßgeblich für die ganze System verantwortlich. Also ein schicker erster Turbo. Hier steht der erste, die Vergangenheit. Und direkt daneben, in einem leuchtenden Gelb, der aktuelle Turbo. Und wie die beiden sich auf der Straße anfühlen und anhören, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Am Bilsterberg. Des 911 reden, dann darf natürlich auch Mr. 911 nicht fehlen. Gustl, seit fast über 50 Jahren baut Porsche Turbos. Das ist eine verdammt lange Zeit. Wieso denn immer noch? Ja, da müssen wir direkt nochmal zurückschauen vor 50 Jahren. Und wir haben vorher den Valentin Schäffer gesehen mit dem 917er und den grandiosen Erfolgen, die dieses Auto damals eingefahren hat. Turbo Lader hat damals Einzug gehalten bei Porsche, war erfolgreich im Rennsport und man hat das auf das Serienauto übertragen. Wir haben den Silbernen gesehen, einer der, ja, der erste eigentlich überhaupt. Und damals vielleicht doch noch ein bisschen ein Zufallprodukt, aber da ist dann sehr schnell System dahinter gekommen und wir haben bei jeder neuen Generation des 911ers einen Turbo draufgesetzt. Der Turbo ist damit auch gleichzeitig immer gestanden für das innovativste Auto dieser Generation mit neuer Technologie drin. Wenn wir ein bisschen später in die Vergangenheit schauen, mit 993 zum Beispiel mit der Biturbo-Technik und Allradantrieb, später variabler Turbinengeometrie und adaptiver Aerodynamik. Der Turbo stand immer als Aushängeschild der 911er Baureihe und das ist er bis heute geblieben. Wenn man sich den neuesten anschaut, 650 PS als Turbo S. Da liegen schon ein paar PS zwischen, ne? Liegt ein bisschen was dazwischen. Kann man so zum sagen. Alten. Aber eben auch ein paar Jahre. Aber immer noch das Aushängeschild. Turbo. Man denkt ja immer bei Turbo immer gleich daran, hey, das verspricht einen Wahnsinns-Sound, mega laut. Wie hört sich der Turbo an? Was ist das Besondere dran? Naja, er hört sich auf jeden Fall anders an als ein Sauger. Ja? Und vielleicht, da müssen wir doch ganz kurz einen Blick auf die Saugmotorentechnik werfen. Ein normaler Saugmotor hat in seiner Abgasanlage eigentlich nur die Abgasendrohre mit einem Schalldämpfer drin, Katalysatoren und die neuen heute auch Ottopartikelfilter. Aber sonst nichts. Ja? Und wenn ich mir einen Turbo anschaue, dann hängt eben in diesem Abgasstrang auch noch der Turbolader. Der Turbolader wird von den Abgasen angetrieben, von dem Abgasstrom und treibt mit dem Lader dann einen Verdichter an. Dieser Verdichter drückt wieder frische Luft in den Motor selber rein und das führt zu diesem eklatanten Leistungszuwachs. Mhm. Aber dadurch, dass er natürlich dem Abgasstrom Energie entnimmt, bleibt auch ein bisschen weniger eigentlich übrig für den Sound, den man hinten gestalten kann. Und das ist dann immer eine anspruchsvolle Aufgabe für unsere Akustiker, Turbomotoren auch so zu gestalten, dass sie sich richtig gut anhören. Du sagst es, richtig gut anhören. Das will offensichtlich auch Toni, denn er hat einfach schon mal Platz genommen. So. Kann ich verstehen. So Toni, jetzt wollen wir hören, wie sich der allererste Turbo von Porsche anhört. Jetzt muss er nur noch angehen. Das ist nicht die gleiche Schlüssel. Es ist eine Live-Sendung. Das ist nicht die gleiche Schlüssel wie vorher. Vielleicht ist es einfach der falsche Schlüssel. Gustl, ich würde sagen, du kommst mal zu Hilfe, oder? Als Duo eigentlich sollte weiß das doch nicht funktionieren. Jetzt läuft es doch. Ja! Einfach können. Na?
Bei dem alten Turbo braucht man ein bisschen Anlauf, da müssen wir ein bisschen Gnade haben. Aber was lange währt, währt endlich gut. So hört er sich an. Der allererste Turbo. Vielen Dank, Toni. Wunderbar gemacht. Und Gustl, ich würde sagen, warten wir nicht lange. Ja, ich glaube, die Startprobleme haben wir nicht. Hier haben wir nämlich keinen Schlüssel, den wir reinstecken müssen. Du hast einen Vorteil, ja. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil. Gut, dann drücken wir einfach das Knöpfchen. So, bei uns läuft's wieder. Ich hoffe mal, in Weissach gibt es keine weiteren Startprobleme. Ansonsten haben wir das hier aber alles im Griff. Zurück zu euch, Matthias. Also Startprobleme sehe ich hier nicht. Ich muss mich nur leider ein bisschen kaputt lachen über Mark Webber. Der liegt da nicht drin und entspannt sich gerade, sondern das ist tatsächlich seine Position, wie er in dem Auto Rennen fährt. Also er liegt mehr drin. Wird gleich den Motor für uns anschalten. Wir schauen uns ganz kurz hinten an, was da passiert ist. Nennt man das Endschalldämpfer einfach? Das ist der Rennauspuff, so wie die Autos damals beim Rennen gefahren sind. Nämlich ohne Endschalldämpfer, das meine ich. Selbstverständlich. Genau. Ohne Endschalldämpfer, wenn es gerade mal geeilt hat, dann hat man den in 3 bis 4 Minuten konnte man den abbauen und den Rennauspuff montieren. Und jetzt bekommen wir den richtigen Super-Sound. Okay, Mark, please do your job. Also es ist schon... Yes! Yeah, one more time! One more time! Sensation, Rudi. Also so ein bisschen die Tränen schon auch ins Gesicht, oder? Ja, es ist immer wieder schön, sowas zu hören. Absoluter Wahnsinn. Also Anna, bei uns ist alles in Ordnung. Startprobleme gibt es hier auf gar keinen Fall. Zurück zu dir. Diesen Rallye Porsche so perfekt fahren kann wie er hier. Walter Röhrl, du hast eine ganz besondere Beziehung zu diesem 924er Carrera GTS. Es ist so ein bisschen der Anfang einer Liebesgeschichte gewesen. Ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorweg. Absolut. Dieser 924 GTS hat mir die Tür zu Porsche geöffnet und deshalb bin ich ihm ganz besonders zugeneigt. Vor 40 Jahren bin ich mit meinem Beifahrer Christian Geisthöfer erstmals bei der internationalen ADC Metz Rallye gestartet. Das war der Anfang und die einzige Saison, die ich für Porsche mit dem Rallye gefahren bin. Wir sind damals 7 Rallyes gefahren, haben 4 Gesamtsiege gemacht und es war ein wunderbares Jahr. Also ihr habt euch tatsächlich 40 Jahre nicht mehr gesehen und dann ist was passiert, dann hattest du Geburtstag und durftest auf einmal wieder fahren. Ja, genau so war das. Das war für mich natürlich eine Reise in die Vergangenheit. Ich hatte das Auto 40 Jahre nicht mehr gesehen und umso größer war die Überraschung, als an meinem Geburtstag plötzlich der Roland mit diesem Auto ums Eck kam, neu restauriert, ein wunderbarer Tag. Ach, und genau diesen Augenblick, den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die Geburtstagsüberraschung der beiden, da kommt das schon, schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Roland, ja. Ja, Walter, was sagst du jetzt? Ha? Dass dich rausgelockt haben von daheim. Ja, super. Ja, Wahnsinn. Haben sie wieder auf Vordermann gebracht hier. Ja, das ist natürlich eine Überraschung. Ja, Wahnsinn, schön. Beccaro.
Ja. Bist du da 40er jünger, gell? So, jetzt ist Roland auch bei uns. Und Roland, kann eigentlich nur die Frage sein, was gibt es zum nächsten Geburtstag? Kann man nicht mehr toppen, oder? Nein, das ist keine Möglichkeit. Also, du bist auch, ja, sagen wir mal, sehr mitverantwortlich tatsächlich. Einmal bitte das Mikro hochmachen, Das vergisst man ja immer. Das ist tatsächlich zu dieser Liebesbeziehung zwischen Walter und diesem Modell hier kam. Denn als Walter diesen Wagen hier fahren konnte, war er gerade frisch gebackener Weltmeister. Ja, das war für uns ein ganz glücklicher Fall. Der Walter ist ja mit dem Fiat Weltmeister geworden. Und hatte einen ganz guten Lauf. Ja, und hat dann einen Vertrag mit Mercedes unterschrieben und wollte 81 eigentlich mit dem richtigen Mercedes Rally fahren. Das Ganze hat sich aber zerschlagen, warum auch immer. Und im Januar ist der Vertrag dann eigentlich wieder geplatzt. Nicht ganz geplatzt, sondern der Vertrag blieb noch sofern, dass der Walter dann für uns fuhr und von Mercedes bezahlt wurde. Was will man mehr? Als Schwabe ist das natürlich der Traumfall. Ja, und dann haben wir eigentlich überlegt, was für ein Auto das wir hätten, um dem Walter irgendwas zu geben. Und dann haben wir den 24 GTS, mit dem wir sowieso Sport machen wollten, aber nicht so schnell. Den haben wir dann von Januar bis April eigentlich fertig gemacht und haben den Walter mit dem Auto auf die deutsche Meisterschaft geschickt, um ihm was zu geben. Und für uns war wichtig, dass der Walter war, weil er hat mehr wie vielleicht viele andere Rallyefahrer mehr technisches Verständnis und kann sich auch umstellen. Und das war bei dem Auto ganz sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das Auto hat zum Beispiel ein Turbo. Willst du das unterschreiben, Walter? Der Turbo, der war damals, wenn man mal ehrlich ist, ja auch jetzt nicht so einfach zu fahren. Das war damals ja auch neu. Wie schwierig war das für dich, die Umstellung? Absolut, ich bin bis dahin nur Sauger gefahren, aber im Gegensatz zu diversen Driftkünstlern der neuen Medien. Matthias? Schönen Gruß nach Weißach zu Matthias. Wollte ich nie spektakulär fahren, ich wollte immer schnell und sauber fahren. Und das war bei diesem Auto natürlich unheimlich wichtig. Man musste so wenig wie möglich driften. Also, und es hat augenscheinlich sehr, sehr gut funktioniert, egal ob es spektakulär war oder nicht. Es war in jedem Fall erfolgreich. Und wie erfolgreich, das seht ihr jetzt nochmal. Walter Oerl war mit seinem Wagen überlegen. Ohne sich voll verausgaben zu müssen, gewann er die 30. internationale Hessen-Rallye mit seinem Beifahrer Geistdörfer nach einem teilweise sehr spannenden Kampf mit 2 Minuten und 30 Sekunden Vorsprung. Ein prächtiger Erfolg für Oerl und sein Team, wenn man bedenkt, dass der Wagen erst zum zweiten Mal im Wettbewerb war. So hört er sich also in voller Fahrt an. Hier steht er schön aufgereiht, aber wir wollen natürlich auch hier ein bisschen was vom Sound hören. Ja? Wir sind bei der Porsche Soundnacht, deswegen, ihr beiden, wäret ihr so lieb und würdet mal ins Innere schauen, in die Seele des Rallye-Autos? Jawohl. Perfekt, das sieht doch nach Teamwork aus. So viel zu Startversuchen. Was sehen wir denn? Kurz mal vielleicht, Roland. Ja gut, also die Basis von dem Auto ist ein 2-Liter Turbomotor, den wir im 924 schon hatten. Und der Motor hat in dem Auto für den Walter haben wir eigentlich 280 PS gemacht, weil mit 245 ist er nicht zufrieden. Und der Motor hat ein Turbo, wie wir schon gesagt haben. Und das macht das Ganze nochmal eine ganze Nummer schwieriger. So, schwierig. Wird hoffentlich das anmachen, diesmal nicht. Schauen wir mal. Ja, dann müssen wir kurz mal runterlassen hier. So, jetzt. Zweiter Versuch. Ist er nicht drinnen? Ist ganz drinnen? Da muss. Warte. So ist das auch bei einer Rallye, oder? Da müssen einfach immer mindestens zwei Leute dran sein, damit so ein Wagen auch funktioniert, oder? Ist nur authentisch gerade. Ja, das wollen wir hören. Das wollen wir hören. Also
also wir leben hier einfach das Motto, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja? Wir wollen immer so ein bisschen abwarten, bis wir den Sound tatsächlich hören. Muss ein bisschen spannend sein. Absolut. Ja, das Auto ist also schon ein bisschen laut. Die Veranstalter haben uns damals gebeten, am Anfang haben wir ein ganz ruhiges Auto gehabt, wir sollten den Auspuff ein bisschen lauter machen, weil der Walter oft als die Nummer 1 kam und die Zuschauer das gar nicht festgestellt haben. Wir sind auf der Straße rumgelaufen. Walter, der Wagen ist ein ganz besonderer für dich. Kann man sagen, das ist doch dein Lieblingswagen von Porsche? Das Auto ist wirklich wichtig für mich, aber mein Lieblingsauto ist einsam der Carrera GT. Der Carrera GT. Also wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Ich könnte mir vorstellen, Walter, du solltest auf jeden Fall noch da bleiben. Vielleicht haben wir auch den noch auf Lager. Und ich bin gespannt, Matthias, wie es jetzt bei euch weitergeht. Denkt man noch nicht mit dem Lieblingswagen, oder? Ja, liebe Anna, du hast es vielleicht gemerkt, ich verstehe eigentlich gerade mein eigenes Wort nicht mehr. Wir sind in Weissach und ich dachte mir, wir nutzen die Strecke auch mal als solche, wie sie es ist, nämlich eine Rennstrecke. Wir haben den 909 Bergspeider und den Boxer Bergspeider und die beiden werden wir jetzt mal so ein bisschen wie so ein kleines Rennen hier abzischen lassen. Also, seid ihr ready? Doch nicht alle. Sagt ihr, wann ich wieder drauf bin? Absolut sensationell. Also ich meine, wie der Rudi Linz gerade mit dem 909 Bergspeider da weggeschossen ist, das war einfach nur unnormal. Aber Rennfahrer, egal wie sie sind, sie geben immer alles. Und der Bergspeider, den haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich gehört, weil der 909 so viel lauter ist, das ist wirklich zum Niederknien. Gibt einige sehr, sehr interessante technische Raffinessen an den Autos. Wir weisen die mal ganz kurz hier ein, so darüber. Du da, du da. Ihr bleibt in der Mitte, Männer. Jawohl, so sieht's gut aus. Hervorragend. Hier kommen wir zum Stehen. Perfekt. Sensationell heute. Zwei absolute Leichtbaurenner, kompromisslos auf wenig Gewicht getrimmt. Bei dem Auto sieht man es optisch, bei dem hier auch. Dach ist weggelassen, Marc musste rausspringen. Also sehr, sehr radikal diese beiden Fahrzeuge. Rudi, du hast dich rausgeschält mittlerweile. Ich finde es einfach nur geil. Also wie du hier abgehst, das ist ja nicht mehr normal. Du hast ihn ja vollkommen versägt. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe keinen Rückspiegel. Ja. I don't have a mirror. Ja, du hättest ihn auch so nicht gesehen, weil er war nämlich viel zu weit weg. Wie fühlt sich das nach so vielen Jahren wieder drin zu sitzen? 68. Die Drehzahl, wie das Ding geht, das ist unglaublich. Denn vor allem, der hat die kurze Bergübersetzung. Aha. Und deswegen hat er natürlich noch eine schnellere Beschleunigung. Springt er ordentlich weg. Ein paar Daten zu dem Auto. 8-Zylinder Boxer, 275 PS. Das Gewicht, unfassbar. Ja, bei 365 Kilo. Genau. Man muss sich mal das Leistungsgewicht vorstellen. Das ist Wahnsinn. Das also ich bin mit Mathe immer schon schlecht gewesen, deswegen kann ich das jetzt nicht ausrechnen. Ja? Aber es gibt eine technische Raffinesse an dem Auto, die wir uns ein bisschen näher angucken wollen. Ne? Das Auto besteht aus lauter Raffinessen. Es ist eine einzige Raffinesse. Das ist eine einzige Raffinesse. Lass uns mal ganz kurz noch beim Thema Gewicht bleiben, Leistungsgewicht. Die Karosserie haben wir jetzt ein Stück von abgebaut. Wiegt alles insgesamt wie viel Kilo? 10 Kilo wiegt die Karosserie. Er hat sich nicht versprochen. Die Karosserie wiegt 10 Kilo. Der Rahmen, das ist unfassbar, wiegt unglaubliche 28 Kilo. Also es sind alles nur ganz, ganz die leichtesten Materialien, die verwendet werden konnten, sind verwendet worden. Es gibt lauter Titanschrauben. Das Auto hat keine Kraftstoffpumpe, muss man sich vorstellen. Wie zum Teufel geht das ohne Kraftstoffpumpe? Ja, in dem Fall eine ganz eigenartige Konstruktion, ein Titantank. Das ist dieses Gerät hier? Der mit, je nach Länge des Bergrennens, bis zu 15 Liter Benzin gefasst hat. Dann war drin eine Blase, die hat man aufgepumpt und die hat dann durch die Bewegung, hat das Benzin in die
Einspritzanlage gedrückt. Das ist einfach nur unglaublich. Hat auch keine Lichtmaschine, weil für den Berg, für die paar Kilometer, hat die Batterie gereicht. Ja. Braucht es auch nicht. Hat weder einen Rückspiegel. Bergrennen kam keiner von hinten. Bei dem Auto sowieso nicht. Zudem war das Auto so schnell, dass keiner nachkam. Wie viel gab es von dem? Zwei. Zwei Stück? Zwei Autos, ja. Okay. Aerodynamik hinten ist tatsächlich beweglich, ne? Die war beweglich. Das war damals noch gestattet. Das war da durch das Gestänge mit der Hinterachse verbunden. Und dadurch hat dann auch die Luft den Anpressdruck der Hinterachse erhöht. Das ist Wahnsinn, damals schon, ne? Ja. Also, zwei Autos von dem. Von dem hier gibt es nur eins. Und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz ein Filmchen über die beiden an. There's features on the car that I've always, ever since I was a child, they were very important to me, so you can actually not only smell and hear the motor, but that you can also see it. So, neben mir steht jetzt der Grant. Du hast das Auto tatsächlich designt. Den Boxster Bergspider. Was war die Idee dahinter? Also erstmal sieht rattenscharf aus, ohne Frontscheibe und so weiter und so fort. Das erste Mal, dass man den Motor auch sehen kann beim Boxster, ne? Richtig, genau. Ja, also jeder Designer bei Porsche ist ein großer Fan von Motorsport und ich bin keine Ausnahme. Und bei mir ist es so, das Thema Leichtbau, ob das eine von meinen Oldtimers ist oder meine aktuellen Projekte, das Thema Leichtbau. Das ist auch so ein Porsche-Vergangenheitsthema. Lass ein bisschen Gewicht weg und hast du eine Performance-Steigerung. Genau. Wie wolltet ihr mit dem Gewicht enden? Also was war das oder was sollte das Endergebnis werden und was ist es dann am Ende geworden? Well, zunächst mal einfach alles weglassen, was nicht notwendig ist. Zum Beispiel Beifahrersitz. Wenn du keinen Beifahrer sitzt, kein Mensch braucht einen Beifahrer. Genau. Also kein Beifahrer, die wiegen auch was. Ja. Also Kleinigkeiten wie Türgriffe, Verdeck. Natürlich hat das kein Verdeck mehr, keine Windschutzscheibe. Ein bisschen windig, wenn man fährt. Ja. Das war's. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir einmal den Motor ganz kurz an. Mhm. Wir haben ihn eben nicht gehört, als der 909 gelaufen ist. Also bitte rein mit dir ins Auto. Ist der richtige Schlüssel dabei? Ja. Der richtige Schlüssel ist dabei, logisch. Yes, einmal reinspringen. Und dann horchen wir da einmal rein, weil dieser Wagen klingt so exorbitant gut. Moderner natürlich, aber denn... Ja, und der Grant, der weiß auch, wie man das ordentlich macht. Danke dir, Grant. In der Zwischenzeit ist Mark Webber zu mir gekommen. Mark, ein paar Fakten bitte, den Faktencheck über den Boxster Bergspider. Yep, absolutely. 2015 weapon here, 3.8 liter, 6-cylinder Boxster engine. Really interesting weight here. 1099 kilos, so beautiful rocket ship, mate. Yes. Dann würde ich sagen, wir brauchen den direkten Vergleich nochmal. Ne? Also ich meine, der klingt sehr, sehr gut, hat mir richtig Spaß gemacht. Aber du, Rudi, müsstest bitte einmal noch den Kollegen 909 anlassen. Wir kommen einmal alle zu dir rüber, versammeln uns dort und horchen noch einmal. Rudi, darf ich einmal? Ich liebe es, Leute. Was soll ich sagen? Ich liebe die Soundnacht. Und Anna, ich denke, dir geht es genauso rüber zurück zu dir ins Museum. Yeah. Ja, willkommen zurück hier im beschaulichen Zuffenhausen. Und wenn ihr jetzt auf den zweiten Blick denkt, na, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind doch bei der Porsche Soundnacht. Was hat die Harley hier zu suchen? Was hat der Mercedes hier zu suchen? Wir sind genau richtig hier, denn Porsche hat tatsächlich nicht nur für den Sound der eigenen Modelle gesorgt, sondern tatsächlich auch für andere Hersteller. Hier bei der Harley zum Beispiel, da steckt ein V2 Porsche Motor drin. Und hier beim E500 hat man sich gedacht, der V8, der muss da irgendwie rein. Deswegen hat Porsche das Fahrwerk und den Motor optimiert. Und wie ihr schon sehen könnt, wir haben hier zwei Zeugzeugen mitgebracht. Wolfhelm Gorissen, damals beim E500-Projekt dabei, fürs Engineering zuständig. Und Klaus Fuß, Leiter Motorenentwicklung und auch damals schon in diese Entscheidung hier mit involviert. Fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Gorissen. Das
ist eine ganz besondere Geschichte, die hinter diesem Werk hier steckt, hinter der Zusammenarbeit zwischen Porsche und Mercedes. Wie kam es bei diesem Modell dazu? Ja, uns ging es in den 80er Jahren, speziell in den End-80ern, ziemlich dreckig. Also wirtschaftlich war die Firma sehr geschädigt durch verschiedene Einflüsse von draußen, zum Beispiel es waren einige Managementfehler entstanden im Laufe des Jahrzehnts, eine Überproduktion, die entstanden war, aber auch der allgemeine Automarkt, der korrelierte mit diesem miesen Verhalten. Die ganzen 90er Jahre waren nicht gut. Und dann fürs Automobil. Kam Mercedes. Und dann kam Mercedes. Mercedes hatte Vorarbeit schon besprochen, ab 1987 etwa. 1988 wurde dann dieses Auto vorgestellt in Paris. Und später dann bei uns gefertigt. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Mercedes hätte ja leicht sagen können, wir machen das Auto selber. Aber das ist die Basis für dieses Auto, ist der W124. Das ist ein Mittelklasse-Auto mit ganz bestimmten Korsettierungen im Aufbau. Also zum Beispiel Längsträger, Radeinschläge und dergleichen mehr. Und dieses Auto hat hervorragende Eigenschaften gehabt als Mittelklasse-Auto. Und dann wollte man auf dieses Auto eigentlich aber auch einen Sportmotor anbauen. Und das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach. Da gab's das haben wir gemacht. Sogar einige Hürden. Gebaut wurde der übrigens wirklich nur 2 Gehminuten entfernt von hier, direkt um die Ecke. Das ist richtig, ja. Es gab aber ja einige Hürden, wir haben es gerade schon gesagt, bei der Fertigstellung. Und welche das waren, das erklären uns jetzt mal der damalige Manager des Prototypen, Michael Möning, und Projektleiter Michael Hölscher. Im Bereich Motorraum gab es große Änderungen, damit der Motor überhaupt reinpasst. Die Abgasanlage selbst natürlich, hinten so ähnlich wie das Basisfahrzeug, vorne komplett anders. Dann gab es im hinteren Bereich eben noch ziemlich gravierende Rohbauänderungen, damit die Batterie zum einen dort reingepasst hat, zum zweiten, damit sie auch dort drin gehalten hat. Wiegt ja einiges. Die ganze Luftansaugung ist auch komplett neu gemacht worden. Auch anders als bei Mercedes üblich. Man glaubt es kaum, aber die ganze Ansaugluft wird hier durch die Spalte um die Scheinwerfer angesaugt. Hat wunderbar funktioniert, war nur ein bisschen zu laut, weil der Motor ja relativ stark ist, ist auch bei der beschleunigten Vorbeifahrt das Drehzahlniveau recht hoch. Und dann mussten wir diese Ansaugschläuche dennoch mit Absorptionen ummanteln, damit wir da wieder ins Ziel gekommen sind. So, und hier schauen wir uns jetzt mal diese angesprochenen Ansaugleitungen an. Hier haben wir den V8-Motor und genau, der Großen zeigt sie nochmal. Gehen die überliegenden Seite genauso. Das angepasste Fahrwerk und jetzt wollen wir doch ganz sicher mal hören, wie sich der Sound denn hier anhört, oder? Ja, und da wird die Gemeinde staunen. Okay. Ja, und zwar ist das Auto wesentlich leiser als die Porsche-Fahrzeuge, die wir bisher gehört haben, und das bei der Leistung, die dieses Auto hat. Trotzdem, also wir geben Porsche kann auf anders, jeden Fall mal Gas. Auch anders. Porsche kann anders, Porsche kann leise, aber jetzt machen wir trotzdem laut. Ein Porsche Mix, sagen wir mal so, ein Porsche Mercedes Mix an. 10.500 Exemplare wurden so in gut 4 Jahren gebaut, aber einen Gebrauchten zu bekommen ist trotzdem sehr schwierig. Die sind sehr schnell vergriffen. Ja. Danke, Herr Gaussen, für den Moment. Und jetzt gehen wir mal zu dem Zweirad rüber, Herr Fuss. Wie kam es denn dazu? Harley und Porsche? Ja, die Zusammenarbeit zwischen beiden Firmen, die geht ja weit zurück bis in die 70er Jahre.
Es gab da schon mal ein ähnliches Projekt, das Projekt Nova Anfang der 80er. Das waren zwei 4-6-Zylinder V-Motoren, die da entwickelt wurden für Harley-Davidson. Das ging dann leider nicht in Serie, weil sich Harley damals aus dem AMF-Konzern auskaufen musste. Die Idee blieb aber, Mitte der 90er kamen sie wieder. Und das ist daraus entstanden. Das war dann ein Joint Venture zwischen Harley und Porsche. Wir hatten die Aufgabe, den Motor zu entwickeln. Wir durften ihn entwickeln, es hat Spaß gemacht. Und in Kansas City, in dem Joint Venture, wurde der Motor gemeinsam montiert. Und was gab's 2001 da für Anforderungen? In Serie. Die Anforderungen waren hochperformanter Antrieb, ähnlich den damaligen Sportbikes in einem Cruiser. 118 PS, 9000 Umdrehungen, das waren natürlich neue Welten für Harley. Und das Bike hat dann viele Preise gewonnen im Cruiser-Segment, mehrmals Bike of the Year. Also ich glaube, da können wir stolz sein. Tja, preisverdächtiger Sound, Fragezeichen. Ich will es auf jeden Fall jetzt mal hören. Schwing dich drauf und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die V-Watt anhört mit dem Porsche-Sound. Und mit diesem Sound geht's weiter bei euch, Matthias. Viel Spaß. Danke, liebe Anna. Wir sind zurück in Weissach an der Rennstrecke und auf dieser Strecke passiert jetzt Historisches, wie fast jedes Mal, wenn wir hier in Weissach sind. Es ist wirklich so krass, was wir alles aufgefahren haben. Das nächste Auto wurde hier auf dieser Strecke geboren sozusagen. Der 956, aus dem später der 962 wurde, wurde hier in Rekordzeit entwickelt und fuhr auch seine ersten Testkilometer genau hier auf derselben Strecke wie jetzt. Er ist sozusagen in seinem natürlichen Umfeld gerade unterwegs. Ich höre ihn, ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, unterwegs, wo auch immer ihr die Porsche Soundnacht anguckt. Striezelstuck persönlich sitzt gerade am Steuer und er hat mir versprochen, Matthias, jetzt hören wir ihn, er hat mir versprochen, er wird hier 100% Vollgas vorbeidübeln und darauf freuen wir uns sehr. Ich kann nur sagen, dass der Striezel natürlich einen großen, großen Anteil, jetzt kommt er vorbei, jetzt bin ich ruhig. Das ist der Moment, wo alle Handykameras rauskommen, wo jeder den Sound aufnehmen möchte, aber es nicht kann, weil es einfach so abartig gut klingt. Sensationell. Ja, dieses Auto hat in kürzester Zeit den Rennsport komplett auf den Kopf gestellt. Ich grüße jetzt hier bei mir einen seiner Väter, wenn nicht der Vater, nämlich Norbert Singer. Norbert, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns. Der Striezel dreht draußen seine Runden. Wie fühlt sich's an, wenn dein Auto hier draußen durch die Gegend fährt und endlich wieder klingt? Ja, da kommen die alten Erinnerungen hoch und ja, das war schon ganz toll. Ich weiß, dass du das nicht gerne magst und nicht gerne hörst, aber du bist eigentlich die viel größere Legende als das Auto. Genau, schüttelt wieder den Kopf, aber es muss einfach sein. Ja, du warst bis 98 bei jedem Rennen in Le Mans beteiligt, warst mit vor Ort. Gab es einen Moment eigentlich, als ihr, jetzt kriegen wir ihn nochmal, Striezel. Oh. Das ist schon göttlich, ne? Das klingt gut. Gab es einen Moment, an dem ihr irgendwann geschnallt habt, okay, ich glaube, wir haben hier ein ziemlich krasses Auto auf die Räder gestellt? Naja, es hat eine Weile gedauert. Wir haben ja innerhalb von 9 Monaten dieses Auto entwickelt, haben in vielen Gebieten Neuland betreten, zum Aerodynamik zum Beispiel oder auch das Monocoque. Wir haben ja noch nie so ein Monocoque gemacht, wir mussten das innerhalb von wenigen Wochen lernen und es ging dann ganz gut. Und wo dann der erste große Erfolg in Le Mans, der Dreifachsieg, ist historisch eigentlich, da fingen wir an, naja, es könnte ja nicht so schlecht gewesen sein. Und am Ende des Jahres waren wir Markenweltmeister und Jackie X, der Langstreckenweltmeister. Und da hat man gesagt, naja, das war schon ganz ordentlich, was wir gemacht haben. Es gibt so eine Story zu den Rundenzeiten hier. Da ist ein Journalist, glaube ich, gefahren und ist trotzdem schneller gewesen als der Vorgänger. Ja, es war die Geschichte, dass wir einen Vergleich mit dem 917-30 gemacht haben. Der Stucki flippt schon wieder aus dem Auto, das ist sensationell. Der Entwicklungsvorstand Bott wollte damals einen Vergleich haben zwischen den stärksten Porsche, das ist der 1000 PS, mit dem 917-30 gegen den 956. Ja.
Und wir haben gesagt, ja gut, also das ist eigentlich klar, wie das ausfällt. Das wird der 56er wird schneller sein. Dann sagt er, das beweisen Sie mir. Und dann gab es hier diesen Vergleich. Derek Bell hat ihn gefahren. Und ja, der 56er war über 3 Sekunden schneller als der 917. Das ist und das Bonbon war dann, es waren ja Journalisten eingeladen, auch unter anderem Paul Frère, der da Le Mans-Sieger, aber jetzt dann Journalist mit 66 Jahren, ist in das Auto gestiegen und war dann immer noch ein paar Zehntel schneller wie der Derek Bell im 917. Okay, das hat gezeigt, wie sauschnell das Auto ist. Ja. Und wir wollen uns jetzt mal ein paar Bilder angucken über die unfassbare Erfolgsgeschichte von diesem Auto. Du hast es rausgeschafft aus dem Auto. Mit dem Auto hast du zweimal, wir haben es gerade gesehen, in Le Mans gewonnen. Ist das das, was dich mit dem Auto besonders verbindet oder gibt es noch was anderes? Nee, mit Sicherheit, weil wie ich meine Karriere anfing, da wollte ich ja eines der drei wichtigsten Rennen gewinnen, zumindest mal, also Indy 500, Grand Prix Monaco oder Le Mans, habe ich dann zweimal geschafft. Und ich sagte eins, ich werde diesen Moment in meinem Leben nie vergessen, wo ich beim ersten Mal auf dem Podium stehe mit Derek Bell, Al Hofer, meinen Kollegen mit dem Auto, die Tausende von Menschen, die da vor mir standen. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und da habe ich dann gedacht, jetzt habe ich den Teil meiner Karriere wirklich geschafft. Also es war ein unglaubliches Erlebnis. Wie war es jetzt, heute mit dem Auto wieder zu fahren? Siehst du meine Augen? Ja, sie leuchten. Ich habe dich nur drin gesehen, wie du angekommen bist, warst noch angeschnallt, hast nur diesen hier gemacht. Und den Move kenne ich natürlich von dir. Ja. Und man sieht das Grinsen durch den Helm durch. Es ist heute schon wieder Weihnachten für mich. Was gibt es schon so am Tag, mit dem Auto wieder zu fahren, dass das Auto meines Lebens, meiner Karriere war, dem ich so viel gewonnen habe, einfach cool. Und die ganzen Erfolge auch natürlich dank Norbert, dir, mein lieber Freund. So hätte das nicht geklappt. Aber es war einfach, Entschuldigung, wenn ich sage, einfach nur leider geil. Leider geil, muss man kann sagen. Man heutzutage, glaube ich, einfach so sagen. Ja, kann man einfach so stehen lassen. Vorne auf dem Auto steht PDK drauf. Was hat es damit auf sich? Das möchte ich gerne einmal besprochen haben, ganz kurz. Ja, wie ich damals zu Porsche kam, da fing gerade die Entwicklung dieses automatischen Getriebe an. Porsche Doppelkupplung hieß das. Und wie ich dann als Werksfahrer verpflichtet wurde, hieß die Frage auch, Herr Stuck, wir brauchen Sie für die Testfahrten, weil der Jochen Maas, der wohnt in Südfrankreich, der Bär in England, Sie wohnen da in Garmisch, nicht weit weg. Und ich sage, ich bin jeden Tag da und ich habe hier Tausende von Kilometern abgespielt. Manchmal war ich wirklich noch kurz vor 4 Tank voll gemacht. Sicherheitsleute waren da, Mechaniker heim. Ich tanke leer, auch in die Garage und bin nach Hause gefahren. Und dieses viele Fahren hat mir auch die Souveränität gegeben, das Auto wirklich kannte bis zum letzten Punkt. Und es war einfach toll. Also, zweimal Le Mans gewonnen, die beiden Kläuse hier zusammen. Und jetzt möchten wir von euch mal wissen, eine kurze Abstimmungsrunde. Was ist denn für euch das beste 24-Stunden-Rennen, was es gibt? Ist es erstens das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, was wahrscheinlich bei euch beiden Herren so ganz oben in der Gunst steht? Ist es das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oder vielleicht sogar die 24 Stunden von Daytona? Also, das stimmt ihr jetzt einmal ab, ist eingeblendet, wunderbar, perfekt. Dann können wir hier weitermachen, Marc. Wir brauchen ein paar Fakten von dir. Welche Motorausbaustufe ist denn da drin? Und was haben wir sonst noch für Zahlen über das Auto? Which race? Fakten or stacks? Check, yeah, man. Stacks, okay. Oh, you want some facts? Of course, 87, she was a weapon back then. Six-cylinder, bi-turbo, 3-liter, top speed. A little birdie tells me 391, you know. In 391. 391 in qualifying. Yeah. Der Norbert hat gesagt, wirst du jetzt mal schauen, dass das Ding auch nachts ordentlich geht. Abends um 10 war Qualifying, da war gute Luft. Und da bin ich dann 395 geworden. Gell? Ja. Hammer. Extraordinary. Und das Tolle war, just mit Turbo und Ding, und das Tolle war, wenn du über 350 fährst, dann sind diese weißen Striche auf der Geraden, der normale Landstraße, ja, normal, sieht aus wie eine durchgezogene Linie. Jetzt weißt du, das wird richtig schnell, gell? Ich bin so schnell noch nicht gefahren. Also das ist krass. Did you ever go that fast? Legends. No, not that quick at all. Which I think was your quickest? 355, 350, Formula One. Formula One, Monza. Yeah. Okay,
Cool. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie ihr abgestimmt habt. Ich schaue einmal auf den Monitor und gucke mir das Ergebnis an. Was ist euer Lieblings-24-Stunden-Rennen? Wir sehen es eingeblendet. Also, die Nummer 1 ist tatsächlich das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring mit 53,55%. Daytona 0,29%. Schauen wahrscheinlich die wenigsten. Deutschland und Le Mans immer noch bei 46%, also ungefähr Hälfte mit dem Nürburgring. Nürburgring bin ich natürlich auch dabei. I think that would be something for you. Absolutely. To compete in the 24-hour in the Nürburgring. Americans will be happy with Daytona statistics, right? That was yeah, look, the Nordschleife, my God, that's a really, really spectacular. That's the big wave surfing, you know. Again, it's for the legends of the past. We're just boys now. We're just little boys. So what's your favorite 24-hour race? Probably Le Mans. That's driving? Only 24-hour driving race. Driving and watching, is this something different? Yeah, no, I think it's the only 24-hour race I did. So I really enjoyed that. It was great. Okay, cool. But you didn't win it. No, I didn't. I tried to help. I tried to help develop the car. That's all I could do. You know. So why don't we do it next year together and try? We can. No. Outright, we have no cars. Well, we have no cars for the Outright Victory. But they're coming. We'll find some. They're coming. We'll find some. Also, ich würde mal sagen, wir starten das Gerät nochmal, Stritzel. Ja, gerne. Cool. Die kleine Watschen für den Markt, dass er das Rennen nicht gewonnen hat, musste natürlich sein. Wir horchen noch einmal rein, können von hinten ein bisschen dazu gucken. Und ja, ich bin sehr gespannt. Auspuff da hinten an der Seite, direkt hinterm Fahrer. Stritzel, wir haben das gleiche Grinsen auf dem Gesicht, wir zwei. Das ist unfassbar. Also man muss es sich wirklich reinziehen. Ja? Diese Geräte, die wir heute alle hier angucken dürfen, die kriegst du normalerweise erstens mal nicht zu sehen und schon mal gar nicht zu hören. Und das ist das Sensationelle an der Porsche Sound Night. Und ich bin immer noch geflasht. Ich kann nicht mehr aufhören zu grinsen. Wird, glaube ich, richtig gut. Männer, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir gehen mal rüber ins Museum zu unserer lieben Anna. Bitte schön. Yes. Ja, es ist ja unglaublich, euch da zuzuschauen. Also wie der Stritzel-Struck sich da einfach mal reinwendet und wieder rauswendet. Also ich glaube, wenn die Kamera gleich aus ist, dann werden wir dann aus dem Wagen dann nicht mehr rausbekommen. Wir sind zurück. Ich bin nicht alleine. Walter und Roland sind an meiner Seite. Und wie ihr seht, zwei Überraschungen. Denn es geht quasi mit der Quiz-Time weiter. Ihr sollt jetzt raten, welche Modelle könnten sich unter diesen beiden weißen Tüchern befinden. Geht wieder auf soundnach.porsche.de, dann bekommt ihr gleich Einblendungen zu sehen. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Modellen auswählen. Die haben wir so schon eingeblendet. Es geht als erstes um dieses Modell. Ist es der 959S, der 924 Carrera GT oder der 911 GT2? Und Roland, so ist es ein bisschen schwierig, ne? So sieht man tatsächlich ja nur so leichte Umrisse. Vielleicht hast du noch den ein oder anderen Tipp für die Zuschauer. Also mit diesem Hightech-Paket, da haben wir 292 Autos gebaut und verkauft natürlich. Und ja, das Auto war vollgestopft mit Technologie, die bei uns in der Schublade war und ist in der Form einmalig. Was ich noch verraten kann als Hilfe, es ist kein Cayenne. Du hast was gesagt, sorry? Es ist kein Cayenne. Es ist kein Cayenne. Gut, dann wollen wir einfach mal gucken, was die Zuschauer getippt haben, oder? Ja. Du weißt, was es ist? Na, Moment, wir schauen erstmal auf die Auflösung rauf. Ich frage die Regie, ich glaube, das Ergebnis sollte da sein. So, die Mehrheit sagt, es ist der 59S. Der 959S sagen 59%. Der Carrera GT sagen 23%. So, und der Rest ist quasi zu vergessen. Dann schauen wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Tada! Der 959S. Ein wunderschönes Exemplar, Roland. Wir hören gleich mehr dazu. Ich würde sagen, wir gucken, wir haben ja noch einen weiteren zu enthüllen. Und auch da habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit. Drei verschiedene Modelle werden euch genannt. Und netterweise gibt der Walter euch noch den ein oder anderen Tipp mit an die Hand. Ja, bei dem hier wurde erstmals bei einem Porsche Serienfahrzeug ein Monocoque aus CFK, glasfaserverstärkten Kunststoff, verwendet. Das Auto hat 4 Magnesiumfelgen und bei der gesamten Entwicklung wurde immer darauf aufgepasst, dass das Auto möglichst leicht bleibt. Möglichst leicht? Wenn wir das jetzt mal anheben würden,
würden wir zwei nicht hinbekommen, oder? Nicht ganz, aber es ist wirklich sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr schön, das weiß ich. Ich weiß, was dahinter steckt. Wisst ihr es denn auch? Schauen wir mal, was ihr denn gedacht habt, was hier hinter diesem Umhang steckt, hinter dem weißen Umhang. Welches Modell könnte sich darunter befinden? Wir haben euch gefragt, ihr hattet drei zur Auswahl und das ist das Ergebnis. Die Mehrheit sagt 86% Carrera GT und ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, könnte stimmen, aber schaut gut aus. Schauen wir mal drunter. Ist das schön. So, und jetzt, Walter, jetzt haben wir eben unseren Striezel Stuck gesehen. Dessen Augen haben geglänzt. Und ich glaube, bei deinem Lieblingswagen, wenn ich das eben richtig gehört habe, da glänzen deine Augen genauso, oder? Absolut. Ich habe von der ersten Minute mit dem Auto sehr viel entwickelt. Und das ist für mich mein absoluter Favorit. Dein Favorit? Ja, ihr beiden. Ihr habt ja beide auch während der Entwicklungszeit schon sehr viel Zeit mit diesen beiden Wagen verbracht. Und ja, wie die sich beiden, wir haben ja leider nicht direkt die Rennstrecke vor Ort. Also in Weissach würdet ihr sagen, einfach losfahren. Aber vorbereitet sind wir natürlich trotzdem. So sehen die beiden auf der Straße aus und so hören sie sich vor allen Dingen an. Auch Musik in den Ohren und ich würde sagen, mit diesem kleinen Konzert soll es jetzt direkt weitergehen, oder? Wollen wir den V10 mal anwerfen? Der freundliche Kollege ist drin. Dann geben wir Gas. Ja, und das klappt auch sofort. Läuft wie am Schnürchen hier. Ich finde, da kommt auch mal ordentlich was an Gänsehaut auf. Walter, als der hier 2003 auf die Straßen kam, da steckte so einiges an Technologie drin, was man aber auch später noch auf der Straße gesehen hat. Ja, was denn unter anderem? Wurde bei diesem Auto erstmals eine Keramikkupplung verwendet. Die war natürlich erstmals sehr leicht, extrem widerstandsfähig. Alter. Und hatte nur 180 mm Durchmesser. Und das war das Entscheidende. Durch diese Kupplung konnte man die Einheit Motor und Getriebe möglichst tief in das Chassis implantieren. Und das war natürlich tiefer Schwerpunkt und fantastisches Handling. So, und jetzt wollen wir noch mal unseren Designer dazu holen. Toni, du bist verantwortlich für diesen schicken Wagen hier. Wie kann man sich das vorstellen als Designer? Ich meine, da sind ja zum einen die Entwickler, dann aber auch die Designer. Was für eine Vision hast du, bevor dieser Wagen hier auf der Straße steht? Also Vision schon gab, weil es gab schon im Vergleich zu anderen Projekten, es gab schon ein Showcar. Ich bekam sogar 2 Monate bevor die Weltpremiere von diesem Fahrzeug einen Datensatz. Und da fing ich an. Meine Aufgabe war, ein Serienfahrzeug aus diesem Datensatz zu machen. Die Jungs, die Showcar gemacht haben, haben natürlich keine Aero-Themen, die haben keine Kühlung-Themen, die haben keine Produktions-Themen, die haben, und das kann Walter mir unterstützen, die haben sogar nicht an ein Dachsystem gedacht. Das hast du in Paris bei der Weltpremiere erlebt. Es hat in strömender Regen am Champs-Élysées in Paris hat man festgelegt, wir brauchen ein Dach. Da hat also, man eine Lösung für gefunden. Dann meine Aufgaben waren klar für die nächstes halbes Jahr, was ich machen musste. Dann die Interior auch. Wir haben ein Kohlefaser-Chassis. Wir wollten alles sehr viel Technik bringen. Wir haben Kohlefaser, sichtbar Kohlefaser im Interior-Raum und auch im Motorraum. Wenn wir jetzt da würde ich ja gerne mal reingucken. Ja, genau. Wir haben einen ganz einfachen Motorträger in Kohlefaser. Verdeckt alle Kabel, die, wenn man hier anfällt, man spürt die Kabel, die alle versteckt verlegt sind. Und wir haben wirklich schön sauber Motorraum bekommen.
Ja, sauberer Job, würde ich sagen, Toni. Ja, Supersportwagen, das sind ja auch immer technologische Vorreiter. Und das ist tatsächlich auch bei dem hier der Fall, bei dem 959S. Roland, man mag es kaum glauben, das sieht jetzt ja nun wirklich nicht nach dem klassischen Rallye-Auto aus. Ihr seid aber mit diesem Modell Rallye Paris-Dakar gefahren. Ich finde es unglaublich. Erzählt uns bitte, wie es dazu gekommen ist. Ja, also wir haben in Weissach die Idee gehabt, nachdem wir ein Allrad publizieren wollten im Porsche, dass es geht, haben wir gesagt, was kann man denn machen? Und da kam die Idee auf, dass man mal diese schwerste Rallye der Welt, den härtesten Prüfstein, also die Dakar mal fahren. Das war natürlich schon ein bisschen verrückt unter den Fachleuten, aber wir sind nach Paris gekommen mit drei Autos und die Fachleute dort, die Profifahrer mit Range Rover, mit alles, was es gab, Mitsubishi, die haben sich alle kaputt gelacht und haben gesagt, die Idioten von Weissach kommen mit so einem Hightech-Sportwagen und wollen die Dakar fahren. Und Fehl am Platz, könnte man meinen, ne? Ja, wir haben dann 320 Liter Benzin getankt, damit wir ankommen. Und das Auto war gegenüber den anderen einfach um Welten leichter. Also das Auto, wie der Walter da schon sagte, wir haben da sehr viel Wert drauf gelegt und es wog 1250 Kilo. Und diese SUVs, wie man es heute nennt, die haben halt 2 Tonnen gehabt. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir mit 1-2-6, also der erste, zweite und ich war mit dem Serviceauto vollgepackt mit Ersatzteilen, dann noch 6 da. Und das war ein ganz, ganz toller Erfolg. Ja, wir haben bloß 400 PS gehabt in der Wüste, aber der 4-4-3-Moment hat dazu geführt, dass in der Tenere konnten wir 230 fahren, so etwa. Da konnte der TV-Hubschrauber mit den Fernsehleuten, der konnte uns nicht folgen, weil der, bei der heißen Luft hat er den Speed nicht geschafft. Ja, wir können dir jetzt aber folgen, denn wir haben die Möglichkeit, noch mal kurz in die Vergangenheit zu blicken und uns genau diese Bilder vom Erfolg anzuschauen. Da kann man schon wieder ein bisschen träumen, oder? Wenn man die Bilder sieht. Also Respekt für diese Leistung mit diesem Wagen. Wollen wir noch mal kurz ins Innenleben reingucken? Ja, sicher. Viel sehen wir, tun wir auch nicht, aber wir sehen, dass es zwei Turbos. Der Standard 6-Zylinder-Motor ist von all diesen alten Autos und auch den neuen heute noch immer. Wir sehen, dass er 2 Turbolader hat und luftgekühlt und wassergekühlt ist. Und wie gesagt, er hat 400 PS gehabt und viel Drehmoment, 2 Turbolader. Das hat das Auto unheimlich toll leistungsfähig gemacht. Und der hat auch einen geilen Sound? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wobei das die Straßenvariante ist, der Original von der Dakar. Da kommt noch mal eine Oktave dazu. Ja, die Bilder haben wir ja gerade gesehen, aber jetzt wollen wir auf jeden Fall uns noch mal den Sound anhören. Deswegen der Kollege hier, bitte einmal richtig Gas geben. So, für 420.000 Mark würden wir den übrigens bekommen. Ja, aber unter uns gesagt, das war ein Schnäppchen für die Kunden, weil das war eigentlich, sagt man, das teuerste Werbegeschenk, das die Firma Porsche ihren treuen Kunden jemals gemacht hat. Ja gut, bin ich mal gespannt, Matthias. Ich weiß nicht, ob du so ein tolles Werbegeschenk auch schon bekommen hast. Ja, meine liebe Anna, wir machen hier weiter. Wir komplettieren sozusagen das Trio der Supersportwagen, die von Porsche gebaut worden sind. Wir sitzen im Porsche 918 Spyder. Neben mir der Mann, der ihn entwickelt hat, der ihn auf die Straße gebracht hat, Frank-Steffen Walliser. Wollen wir mal mit einem Launch-Control-Start anfangen? Bist du gut drauf? Ich bin immer gut drauf. Aber sonst geht's nicht. Wir probieren alles. Alter, das ist einfach nur eine Sensation. Also ich meine,
Du weißt aber auch noch, wie das geht, ne? Ja, ja, das vergisst man nicht. Die Race-Drohne ist hinter uns her, aber wir werden sie jetzt abledern. Ah ja, da kommt der Gurt nach vorne. Ja, sehr gut. Also ich hatte eigentlich vor, ein Quiz mit dir zu machen. Ja, mach mal. Nee, wir ich machen das im Stehen nachher. Ich will das erstmal genießen. Sekunden von 0 auf 100, richtig? Ja, geht schon richtig vorwärts. Es ist ja immer noch eine Zahl, die absolut outstanding ist, ne? 2-3. Oh, da geht abartig. Geht richtig gut. Ich meine, hier, wie du siehst, das macht schon Laune. Voll. Ich liebe es. 2,70 beim Anbremsen. 2,70. Also das ABS sensationell, wie du den hier reinschmeißen kannst. Also ich sag mal so. Das Fahrverhalten ist auch verglichen mit absolut neuen Sportwagen immer noch ultra krass. Wir könnten ja rein theoretisch auch elektrisch fahren, ne? Geht, ja. Hybrid-Supersportwagen. Ein bisschen umschalten hier, Cut noch etwas abkühlen und dann... Also ein bisschen zu viel Temperatur in der Abgasanlage, muss ein bisschen, braucht ein bisschen, aber es geht. Ein bisschen zu hart angerissen, aber wir können rein theoretisch rein elektrisch fahren. Aber es ist ja Soundnacht. Es ist Soundnacht. Da haben wir wenig. Eieiei. So, einmal rausfällen. Frank Steffen Waliser hat gerade gefragt, sag mal, Matthias, bist du gut drauf? Dann können wir einen Launch-Control-Start machen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat schon ganz schön gescheppert da drin. Also ganz ehrlich, jemand, der da so ein bisschen... also mir ist schon schwummrig geworden, muss ich schon sagen. Ja, so muss das sein, oder? Genau. Ja, wenn das Blut aus den Beinen fließt, dann beschleunigst du schnell genug. Genau. Also, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist dein Baby, Frank-Steffen. Du kannst die Maske abnehmen. Wir mussten sie nur im Auto anziehen. Ich habe onboard schon gesagt, wir wollen ein kleines Zahlenquiz mit dir machen. Bist du bereit? Ich bin bereit, aber kennst sowas. Kennst du die Zahlen noch? Bin mal gespannt. Ich probiere es. Also, wir fangen mit einer einfachen an. 2013. Acht Jahre her, ja, unglaublich. Da sind wir in Serie gegangen, ich weiß noch genau den Tag, 18. November war es. Heute ist fast der bessere Tag, heute ist 9.18. 18. September, also alles richtig. Ja. Ja, haben einen Technologieträger gebracht, wollten einen großen Schritt zum Thema Hybridisierung machen, wollten Erfahrung aus dem GT3R Hybrid, also aus dem Rennauto, auf die Straße bringen, einen legitimen Nachfolger zum Carrera GT und eben Motorsportgene auch wieder für die Straße. Nächste Zahl ist die 887, eine sehr große Zahl. Ja, es wäre für die Chinesen schon mal super mit so viel Achten. ja, Systemleistung vom Fahrzeug 887 PS, unvorstellbar. Immer noch, richtig immer geil. Noch. Und wir haben es ja gerade gesehen, wie easy das auch fährt. 608 PS aus diesem 4,6 Liter V8 Hochdrehzahlmotor. Wie sich das noch fährt, nur ganz kurz. Ne? Also der Typ kann nicht nur entwickeln und machen und tun, sondern fahren kann er auch. Wir hatten auf der Geraden gerade 270 drauf, als wir hier vorbeigepfeffert sind. Ja, ich habe mich nicht mehr getraut, das gebe ich zu. Ich habe dich unterbrochen, wir waren bei der Systemleistung. Ja, also V8-Motor, das ist das Herz und das ist auch, glaube ich, die Emotion, wenn man hört, wie der Motor dreht, dieses leichtfüßige. Das Ganze unterstützt von zwei Elektromotoren, einen zwischen Motor und Getriebe, 256 PS. Und dann nochmal diese elektrische Vorderachse, also abgekoppelt, die haben nichts mechanisch miteinander zu tun. Und das schiebt dann schon ganz ordentlich an. Da kann man auch mal überholen. Ja, da kann man auch mal überholen. Nächste Zahl ist die 3. Ich habe es gerade noch mal gecheckt. Ich glaube nicht die Anzahl der Räder, oder? Nein. Nee, 3 Liter Kraftstoffverbrauch. Auf wie viel Kilometer? 100. Also nach dieser Norm sind es 3 Liter. Hybridisches Fahren, rein elektrisches Fahren, verbrennungsmotorisches Fahren.
Und spannende Entwicklung war alles, was den Kraftstoffverbrauch reduziert hat, also Bremsrekuperation, Aerodynamik, besserer Luftwiderstandswert und so weiter. Das hat eben auch zur Performance auf der Rennstrecke geführt. Und das war eigentlich ein cooler Move und da haben wir sehr viel gelernt. Auch. Das ist immer dieser Move von Porsche, dass es eben nicht nur effizient ist, sondern gleichzeitig auch noch mehr Performance bringt. Ich liebe das an dieser Marke. Sensationell. Wir haben eine kurze Frage und zwar haben wir bei Anna vorher den 959S und den Carrera GT gesehen und jetzt haben wir den 918. Das Trio ist komplett. Wir haben eine Umfrage vorbereitet. Was ist denn euer Liebling? Das würden wir jetzt gerne einmal haben, dass Sie da abstimmen. Welcher Porsche Supersportwagen ist euer Favorit? Und während die Abstimmung läuft, schauen wir mal, was der Marc Lieb mit diesem wunderschönen Auto gemacht hat. Etwas sehr Besonderes, was zu sehr vielen Emotionen geführt hat. Sehe ich jetzt hier ein bisschen Gänsehaut auf der Seite. Definitiv. Das war was Besonderes. 6,57, das erste Mal unter 7 Minuten. Wie war das? Was ist es? Was bedeutet es jetzt für dich? Ist nochmal in Erinnerung an einen wirklich sehr emotionalen Tag, weil das so die ganze Last vielleicht auch vom Projekt, weißt du, wir haben 3 Jahre darauf zugearbeitet. Wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, ein kleines Team, hochmotiviert. Und es dann halt zu beweisen, auf den Nürburgring gehen und zwar auf die Nordschleife und dort zu sagen, so, und wir zeigen es euch allen, wir haben das schnellste Auto, wir haben den besten Hybriden. Es gab ja diese berühmte Holy Trinity, das darf ich heute hier mal, glaube ich, schon sagen. Ja. Und wir waren da und wir waren die Schnellsten. Sensationell. Also ich finde es krass, dass ja, so Jungs wie ihr, die ihr so, ja, so vielen Jahren auch in dem Beruf unterwegs seid, die ganze Company hat solche krassen Vibes und dass dann da solche Emotionen rauskommen, das ist, finde ich, vollkommen unnormal. Ich meine, ihr seid Autohersteller, okay, das sind Sportwagenhersteller, ja, aber trotzdem, das ist ja ein Riesenladen und dass da trotzdem solche Emotionen stattfinden, vorkommen, das spricht auch sehr viel dafür, dass alle Menschen, die daran beteiligt sind, halt auch dermaßen alles, was sie an Herz und an Kraft haben, in diese Produkte reinstecken. Ja, definitiv. Ich meine, wir machen Sportwagen, wir machen Supersportwagen und das muss man spüren. Und das ist ja, also gerade dieses Auto vielleicht nicht eine rationale Entscheidung, den kaufe ich mir mal, weil der braucht nicht so viel Benzin. Ja, 3 Liter, aber das ist tatsächlich der Fakt. Aber so knappe 800 muss man da doch hinlegen. Aber diese Emotion muss man spüren und die ist auch wichtig, um Grenzen zu überschreiten, um das Unmögliche machbar zu machen, um schnell zu arbeiten, viel zu arbeiten. Und da gehört diese Emotion dazu. Sehr, sehr geil. Der Wagen war nicht nur schnell, wie wir eben gesehen haben, sondern auch ein Technologieträger, der ja, federführend und auch wirklich echte Teile, die man da drin jetzt sehen kann, sind in den weiteren Sportwagen, die danach auf den Markt gekommen sind, in Serie gegangen. Ja, das ist ja das Credo von Porsche Supersportwagen. Sie sollen nicht nur State of the Art zeigen, sie sollen auch immer noch mal Technologietransfer möglich machen. Wir haben hier viel Kohlefasertechnologie gemacht, ein RTM Monocoque, also in so einem speziellen Verfahren, extrem viel in Leichtbau, Magnesiumräder, aber auch viel Bedienthemen, wie den Wählhebel, den wir jetzt im Taycan wieder sehen, wie den Modschalter, den jetzt jeder Porsche hat, die Bedienung vom Navigationssystem und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge, auch viel Wegbereiter für den Taycan in der Elektromobilität, was wir hier gelernt haben, steckt in diesem Auto drin. Sehr, sehr schönes Auto. Hinterachslenkung ist mir noch eingefallen, war auch das erste Mal, ne? Wir haben parallel mit dem Turbo gemacht, das ist ein bisschen früher da und das hat viel für diese Stabilität gebracht, die das Auto, die wir gerade eben auch erlebt haben. Okay. Wir wollen das Auto nochmal hören, bitte. Könntest du nochmal starten? Den 8-Zylinder, haben wir den Sound. Ich werde mir mal versuchen, die Haare zu füllen. Warum sind eigentlich die Auspuffrohre da so nach oben gewandert? Wir hören erstmal rein. Dieses
Auto, das bellt so krass, weil der so am Gas hängt, das ist einfach unnormal. Ja, total wahnsinnig. Der ist ein ganz leichter Kurbeltrieb, die kurze Saugstrecken. Und das Ding hängt, das war auch immer das Credo, das muss am Gas hängen, ganz lineares Ansprechverhalten, weil es dann auch gut zu fahren ist. Und ja, so muss es sein. Das ist einfach grandios. So, wir kommen zum Ergebnis unserer Abstimmung. Wir haben nämlich einmal gefragt, was ist euer Favorit aus dem Dreigestirn, wie der Kölner sagen würde. Wir schauen einmal rein aufs Ergebnis. Also, wir haben vom 959 18,59%, Carrera GT 43,14% und der 918 Spider mit 38,27%? Ich glaube, 38,2%. Eindeutiges Ergebnis. Geht an Carrera GT die Nummer? Ist okay. Kannst du mit leben? Definitiv. Okay, hervorragend. Also ich, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, ich würde glaube ich sogar 959 bevorzugen. Dieses Auto ist so abgrundtief genial. Aber eigentlich, du kannst dich gar nicht entscheiden. Ja, jetzt nehmen wir halt alle drei, das ist ja einfach. So, machen wir das. Anna, zu dir bitte rüber. Ja, und hier wird's jetzt richtig romantisch. Schau mir in die Augen, Kleines. Das hat schon immer funktioniert, auch bei unserer wunderschönen Sally. Sally Carrera, ja. Der Figur aus dem Animationsfilm Cars. Und um Lightning McQueen ist es geschehen. Er verliebt sich unsterblich in diese wunderschöne Sally. Kann man auch verstehen. Es gibt eine Liebesgeschichte. Die beiden Comic-Autos sind unterwegs. Hier sehen wir auch nochmal die Bilder von den beiden. Also da gibt es auch das ein oder andere Wettrennen auf der Straße. Am Ende haben sie sich beide gewonnen. Und gewonnen hat auch Porsche, denn die haben sich gedacht, wenn Sally schon so beliebt ist bei den Zuschauern, dann wecken wir sie doch einfach mal tatsächlich direkt ins Leben. Und hier steht sie. Hier steht die Sally aus dem Comicfilm als Modell. Und man sieht, ein bisschen was hat sich natürlich getan. Aus dem 911er ist sie entstanden. Der Radstand, der hat sich verkürzt. Wir haben das Dach auch um einiges angehoben. Die Türen, die Scheiben, all das hat sich verändert. Aber eine Sache ist ganz besonders wichtig, denn dieser Stoßfänger hier, ja, der lächelt uns die ganze Zeit über charmant an. Aber Porsche kann nicht nur Liebesgeschichte, Porsche kann auch anders. Porsche kann nämlich auch richtig Actionkino. Yeah. What the hell are you doing? It's called driving, Marcus. Mike! Ich sag nur 911 Carrera 4S, der Star aus dem Film Bad Boys. Und ich drück uns jetzt mal ganz fest die Daumen. Vielleicht haben wir auch tatsächlich den Will Smith da drin sitzen. Es ist auch ein ganz wunderbarer Mann, nämlich Tim Schrick. Dankeschön. Du bist der Stuntman aus dem Film, richtig? Nee, ich hatte keine Zeit. Ich musste das ein bisschen weitergeben, leider. Aber nein, Quatsch, natürlich habe ich damit nichts zu tun. Würdest du mich trotzdem eine Runde mitnehmen? Oh, bitte, natürlich, gerne. Anna, steig ein. Ich lass mich einfach jetzt mal in deine guten Hände gleiten? Ich würde empfehlen, den Anschnallgurt zu verwenden. Okay, wenn du meinst. Jetzt bin ich mal gespannt. Gehen wir mal rüber zu Sally, stellen uns dahin. Gucken wir mal, was Sally so sagt, oder? Ja, alles klar. Ja. Uiuiui, jetzt wird's aber schon okay. Die Sonne steht ganz schön weit unten. Ach, guck mal. Boah, also ich glaube, Frankreich, Action 2019. Action haben die nicht nur drüben gehabt. Wenn ich mir das mal hier anschaue,
Das sieht nicht nur nach Serienausstattung aus, oder? Was haben wir da? Das ist nennt sich Fly-Off-Handbremse. Das haben die im Film gebraucht, weil du aus Schnellgeschwindigkeiten das Auto schnell querstellen musstest. Dafür braucht man die. Das haben wir hier jetzt nicht gebraucht. Da hat es den ersten Gang gereicht und mit dem Gasstoß konnte man den dann in den Drift zwingen und dann halten. Und dann kannst du das halt mit dem Gas modulieren, wie viel das durchdreht, damit du die Seitenführung hinten ausschaltest, je nachdem, wie der durchdreht. Und mit den Vorderrädern musst du natürlich gucken, dass das Auto ungefähr dahin fährt, dass es nicht die Mauer, die Glasfront oder Sally erwischt. Und dann kann man das ein bisschen... Das war doch eigentlich schon die perfekte Erklärung für mich. Ja. Dann würde ich sagen, tausch mal einmal und du bringst mir das bei. Also ich würde vorschlagen, dass wir das auf einem Geläuf üben, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Aber ich traue dir das durchaus zu, Anna. Okay, vielleicht wollen wir nicht gleich die Steady platt fahren. Ich würde sagen, mal eine Runde nach da, mal gucken. Vielleicht tauche ich nochmal auf, aber jetzt habe ich erstmal Geschmack gefunden. Also zurück nach Weissach. Ciao. Johanna, ich sag mal so, Respekt, dass du das mitgemacht hast, weil wenn der Tim einmal ins Lenkrad greift, dann wird es auf jeden Fall wild, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bei uns wird es das jetzt nämlich auch. Wir haben ein Auto hier, zu dem ich persönlich tatsächlich eine eigene Beziehung habe, nämlich den Porsche 919 Hybrid. Ein Auto, was ich in Aragon fahren durfte und es war unglaublich, dieses Erlebnis. Ihr fragt immer wieder, was war eigentlich das krasseste Auto, Matthias, was du jemals gefahren bist? Das da. Das war das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben fahren durfte. Das ist tatsächlich Fakt. Und ich bin sehr, sehr froh und freudig entzückt, dass ich heute das Auto euch zeigen darf und vor allen Dingen, dass wir es wieder hören dürfen. Timo, du sitzt drin, hast dich schon mal fertig gemacht. Sensationell erstmal, dass du da bist. Danke dafür. Wie fühlt sich's an? Du hast damit einen Gesamtsieg geholt, Fahrertitel. Wie fühlt es sich an, jetzt das Auto wieder zu bewegen? Also ich meine, du machst es wahrscheinlich relativ häufig, sage ich jetzt mal so, aber es ist trotzdem noch was Besonderes für dich? Ja, absolut. Also erstmal cool, das hier zu sein. Und die Geschichte des 919 hat ja hier begonnen. Also am 13. Juni 2013 durfte ich hier das Rollout fahren. Gefühl war ganz Weißer auf den Beinen, hat geschaut, wie Porsche zurück im Werksport mit dem Le Mans-Programm und in der WEC war. Und jetzt, natürlich ist das jetzt Gänsehaut pur und einfach Emotionen pur, hier wieder in dem Original-Weltmeisterfahrzeug von 2017 zu sitzen. Also absolut genial. Also du hast Bock auf jeden Fall. Ja, ich habe riesig Bock. Ich meine, du kennst das Auto, du durfst ja selber mal fahren. Ja, kennen würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich bin schon mal damit gefahren. Erfahren durftest du es, ja, genau. Ja. Also wir brauchen ein bisschen Vorlaufzeit, das ist klar, aber wenn er läuft, dann 24 Stunden okay. Durch. Also kannst du ihn jetzt anschmeißen direkt? Ja, ich denke, sieht gut aus. Ja. Also auf dein Go kann ich... Okay, also ihr habt soweit alles vorbereitet? Ja. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir. Alles klar. Wir brauchen ein paar Daten noch von Marc, aber das machen wir alles, während du hier stehst. Bevor du losfährst, würden wir ein bisschen gerne Standgas, ein bisschen spielen. Ne? Feier das Auto bitte ordentlich ab. Da hätten wir Bock drauf. Unfassbar, was dieses Auto für einen Sound hat. Ich meine, es ist ein Vierzylinder. Ja. For a four-cylinder, the sound is unbelievable, no? Very impressive. Brings back a lot of emotions for me. I did so many laps with this car, with Timo, we're all teammates. It's a beautiful piece of machinery. Okay, we need some top results. What did you do with the car? Well, this car won many world championships, three on the bounce actually, and it won three Le Mans in a row as well. So the trophy cabinet is pretty extensive for this car. In its short life, it was a highly successful car. Okay, hinter jedem Le Mans-Sieg steckt natürlich jede Menge Arbeit und dazu haben wir mal einen kleinen Film vorbereitet. Bitteschön. So, da sind wir wieder zurück. Leider Gottes, das war wirklich bitter jetzt gerade. Ist gerade Timo vorbeigehämmert.
Wir hören ihn da hinten rumdonnern, das ist einfach nur sensationell, das an so einem lauen Sommerabend, wie das einer ist, zu hören. When did the development start of the car? 2012 here. It was a highly ambitious project, especially when it comes to the battery technology, 8 megajoules, which was no other manufacturer decided to go that heavy with the battery, and also at Le Mans we could do that with sort of about 4.3 kilos of fuel per lap. So the car was super efficient, and then we learned of a lot of technologies which were put into street cars naturally. Okay, so I hear him coming. I hope you will hear him one more time. It won't be long. It's quick. Will he do one more lap? No, he's pitting. I think he's coming in. Yeah. He was too quick on the first lap. Yeah. He's coming in. Macht nichts, ganz egal, wir haben ihn gehört, überhaupt kein Problem. Wir haben eine Zuschauerfrage reingekriegt von euch tatsächlich, herzlichen Dank dafür. Sound ist sensationell, auch im Sandgas, unfassbar. Es gibt eine Zuschauerfrage, Marc, und zwar geht es darum, die Unterschiede zwischen der WEC und der Formel 1. Du bist beides gefahren. Was sind so deine persönlichen Gefühle, wenn es um so einen Vergleich geht? Yeah, I think that for me, you know, having the teammates was sensational. Sports car racing gave me that at that period of my career, sharing the car with Timo and Brendan, racing for 24 hours, going back to Le Mans with Porsche was super unique for me, racing at night. All of these things you don't do in Formula One. You race on your own. You have sprint races, you know, it's much more individual. So for me, I still have to take both. I loved my Formula One career, it was great fun, really enjoyed it, but the Porsche finish for me was so many beautiful memories. And of course, you know, building on a legacy which the brand has is so deep at Le Mans. Timo steigt hinten aus. Wir brauchen einen kleinen Faktencheck. Gib uns ein paar Zahlen, Gewicht und so weiter und so fort. Yeah, you know, it's a pretty small engine, you know, only 4-cylinder, 2-liter, but about 500 PS from the combustion engine, 400 from the front e-motor, and it's around 880 kilos with driver inside. Okay, 2018 hat Porsche gesagt, okay, finish mit der WEC, wir hören auf. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass quasi das ganze Reglement aus dem Auto ausgebaut wurde. Alles, was irgendwie reglementiert wurde, haben die Kollegen ausgebaut. Und dann durfte Timo Bernhard damit eine Runde, er hat ein paar mehr Runden gedreht, glaube ich, aber er hat eine Fabelzeit auf der Nordschleife hingelegt, die nur so gescheppert hat. Bitteschön. Ich komme zurück vom Driften, ich will euch ja nicht alleine lassen. Dank Tims Anleitung war das aber alles ganz easy. Was allerdings nicht so easy ist, würde ich mir zumindest mal vorstellen, ist den Sound eines Elektrosportwagens zu entwickeln. Tobias Hiller ist bei uns, Soundingenieur. Du sitzt seit 2014 am Sound des Porsche Taycan. Welche Herausforderungen sind das? Ja, hallo Anna, vielen Dank. Wir haben es gerade gesehen, Elektromobilität ist auch im 919 natürlich mit der E-Maschine an der Vorderachse ein Riesenthema. Und auch da haben wir gehört, dass es emotional sein kann. Deswegen war für den Taycan auch klar, dass der Sound und für Elektrofahrzeuge im Porsche, dass der einzigartig sein muss und vor allem zu Porsche passen muss. Wenn man hier zum Beispiel bei dem Taycan im Stand alleine oder im Stehen alleine den Porsche Electric Sport Sound einschaltet, klingt das Fahrzeug schon ungemein kraftvoll. Ich wollte es gerade sagen, weil der Elektrosound, der bringt ja ohnehin schon was mit. Also ein Elektrowagen, der bleibt ja nicht soundlos. Richtig. Ein Elektrofahrzeug hat genau wie jedes andere Fahrzeug auch verschiedene Geräuschkomponenten. Der Sound ist sehr vielfältig. Wir haben das Abrollgeräusch der Reifen zum Beispiel, das haben wir auch beim normalen Verbrennerfahrzeug. Dann haben wir aber auch das spezifische Geräusch der Elektromaschinen und der Getriebe, die sich natürlich im Vergleich zum Verbrenner unterscheiden. Wir haben ein ganz anderes Klangbild als der Verbrenner selber. Und seit 2019 kommen auch noch Anforderungen hinzu, dass so ein Fahrzeug Mindestgeräusche erfüllen muss, um besser wahrnehmbar zu sein. Das heißt, dass wir damit Möglichkeiten haben, auch im Sound zu spielen etwas. Und für mich war immer klar, und es ist wichtig, ein ordentliches akustisches Feedback zu haben, um das Fahrzeug zu fühlen und zu hören. Der Sound kann verschiedene Sachen transportieren und so ist es zum Beispiel möglich, mit dem Sound das Beschleunigungsvermögen, die Geschwindigkeit, aber auch die Verzögerung akustisch deutlich zu machen. Das ist sowohl für den Fahrer als auch für Fußgänger wichtig. Das hast du eben gesagt, irgendwie mit dem Sound spielen. Woran oder wovon lässt du dich dann inspirieren? Also ist es am Ende der ICE, der gerade vorbeifährt, oder ist es der Düsenjäger? Was inspiriert dich?
Ja, weder noch, aber da gibt es einige Anekdoten, die ich jetzt natürlich nicht alle erzählen kann. Eine Anekdote wird sogar in Richtung 919 gehen, weil das eine ähnliche Zeit war, der 919, haben wir gerade gehört, 2014, 15, 16 die Zeit. Und 2014 haben wir angefangen, den Sound für den Taycan zu entwickeln. Düsenjäger ist ein gutes Stichwort. Das zeigt auch direkt, was nicht funktioniert. Wenn man zum Beispiel einen Jet-Sound in so ein Auto packt, passt es einfach nicht zum Fahrzeug. Deswegen das Wichtigste gewesen, dass der Sound authentisch ist, zum Fahrzeug passt, aber auch vom Fahrzustand passt. Das heißt für uns, dass wir hier nur Komponenten nehmen, die im Fahrzeug wirklich vorhanden sind. Das sind die Elektromaschinen an Vorder- und Hinterachse, die Getriebe. Dazu kommt dann vielleicht noch eine Prise Abrollgeräusch der Reifen. Und dann nehmen wir auch nur das, was wirklich gut klingt und was uns gut gefällt. Das, was nach Zahnarztbohrer klingt oder nach Straßenbahn, das wird wieder rausgefiltert, weil das wollen wir nicht haben. Good job. Den will ich auf jeden Fall nicht hören, wenn ich in diesem wunderschönen Porsche Taycan sitze. Das ist eine Weltpremiere hier tatsächlich. Ja, wir haben hier einen Taycan-Prototypen mit einem neu abgestimmten Sound. Und der klingt wie? Gut, viel kann ich nicht verraten zum Auto, ist alles noch geheim. Aber ich habe einen kleinen Teaser mit. Wir können, glaube ich, mal reinhören. Da freuen wir uns drauf. Machen wir. Also ich fand, dieser Sound, der kann auf jeden Fall einiges. Guten Danke. Job gemacht. Danke. So, und jetzt seid ihr nochmal gefragt. Wir haben ein weiteres kleines Quiz vorbereitet. Wir wollen ja auch wissen, wie gut ihr tatsächlich zuhört. Denn ihr müsstet jetzt gleich ein Foto sehen von einem Detail eines Autos, das wir euch heute im Laufe der Soundnacht präsentiert haben. Ich sehe es auch gerade schon eingeblendet. Ihr habt 3 Möglichkeiten zu antworten. Welches Auto ist auf diesem Foto zu sehen? Ist es der 917? Ist es der 907? Oder ist es der 909 Bergspider? Ihr könnt abstimmen und die Auflösung, die gibt es gleich bei Matthias. Und genau da geht es jetzt nochmal hin. Ich freue mich auf weitere Überraschungen und gute Laune bei euch in Weißach. Da kannst du dir sicher sein, liebe Anna. Wir sind nämlich beim Thema Formelsport angekommen. Und zwar haben wir hier den 99X Electric von Pascal Wehrlein. Der sitzt auch schon drin. Alles ist vorbereitet für einen ordentlichen Start. Und ich würde sagen, wir schicken ihn einfach gleich mal los. Ganz kurz, warte. Pascal, du hast einen schnellen Gaslos, ich weiß. Aber ich muss, hör auf. Ich muss einmal gucken, dass die alle, sind alle weit genug weg? Ja, okay. Ich stelle mich in die Mitte. Ich will das sehen. Also, einmal Feuer frei bitte. Wir wollen Launch Control sehen. Ich sag mal so, der Mann macht, um was man ihm bittet, ne? Mark Webber, what do you think? He does what we want from him, no? It smells nice as well. Look at the old Michelin rubber, yes. All gone here. He did a good job. That's a pretty good one. That was a beautiful launch. Sehr, sehr gut. Okay, we could start with a Fakten check from the 99X Electric, yeah, no? Yeah, absolutely. 800 volt battery. Obviously it has, here he comes, we just got to get a bit more room. Oh, he's doing some more donuts. He's loving it. He's making some action. Look at the action here, guys. Yeah. Jetzt sieht nichts mehr. Alter, das ist geil. Yes! Yeah. Oh, he's got the rubber on the top there. Yeah. So, yeah. Alter Schwede. 800 volt battery, mate. Around about 340 PS. Top speed, 280. So pretty quick, actually. Pretty quick, a bit of a missile in a straight line. 903 kilos. What do you like about the sound? Well, it's different, but it's basically you it can sort of speedy, it's stealth, to be honest. Stealthy motion. Yes. Stealthy motion. You know, it's like a lot of our electric products now. You still got a lot of power. Also with the 919, 918, anything with a hybrid component. This is fully electric, of course, as we know. Very good sound, Pascal. Ich sag mal so, du hast abgeliefert. Donut King. Ja. Sensationell gemacht, danke dafür. Danke. Diese Striche hier, ne, das ist schon amtlich. Also das muss ich mich selber ordentlich ranstellen, dass das bei mir auch genauso aussieht. Habe ich mir gerade im Video abgeguckt. Ja, hervorragend. Tim hat vorgelegt, du ziehst nach. Der Sound, ganz ehrlich, ich finde es krass, wie er sich anhört, weil du halt irgendwie die Power, die das Auto hat, du spürst, wie er halt nach vorne schießt.
Ja, es hat einfach extremes Drehmoment und man muss nicht in einem richtigen Drehzahlbereich sein, um die volle Leistung zu haben, sondern egal in welcher Situation, immer volle Leistung. Kommt immer sofort auf den Tisch, die ganze Leistung. Sehr gut. Wie war der Umstieg von dir, du bist Formel 1 auch schon gefahren, von den Verbrennern zu den Elektroautos? Ja, ist am Anfang eine Umstellung, definitiv. Was einem halt sofort auffällt, ist klar der Sound und dass man keine Gangschaltung hat. Also man hat einen Vorwärtsgang, einen Rückwärtsgang und da muss man sich auch dran gewöhnen. Aber ist doch einfacher, da müsst ihr nicht so viel denken. Wir haben genug zu denken im Rennen, weil wir müssen viel auf die Energie schauen und das ist sehr, sehr kompliziert. Ja, aber macht auch Bock auf eine Art und Weise, nehme ich mal schwer an. Ja, auf jeden Fall. Die Rennen sind mega spannend. Wir fahren ja meistens nur auf Stadtkursen und ja, da passiert ziemlich viel. Pass auf, Pascal, wir werden dich jetzt einfach in die alte Welt reinwerfen, denn 1960, in den 60er Jahren wurde dieses Auto, nein, ich bin hier vollkommen falsch, Ende der 80er hat Porsche Motoren in die Formel 1 geliefert und das hier ist ein Auto von 61, der 718 Formel 2 und du wirst jetzt einfach mal probieren, steig gerne schon mal ein, ich erzähle währenddessen ein bisschen was. Du wirst jetzt einmal probieren, ob du dieses Fahrzeug gestartet kriegst. Er reißt bloß nicht das Lenkrad ab. Jahr zuvor war Porsche bereits in der Formel 2 engagiert, eben mit dieser Zigarre hier, mit dem 718 Formel 2. Und ich würde sagen, wir hören dir einfach gleich mal zu. Dein Hans brauchst du ja da drin nicht, ne? Nee, braucht er nicht. Drehzahlmesser sieht super genial aus. Pascal, was sagst du? Da sind gar keine Knöpfe am Lenkrad, ne? Kennst dich gar nicht mehr aus, oder? Ich wollte dir gerade das Lenkrad zeigen. Ich wollte dir gerade den Unterschied zeigen zwischen den Lenkrädern. Also ja. Mega ich sehe es auch so, ja. Es sind keine Knöpfe da. Ja, das ist gut. Willst du ihn mal starten? Deines wir wollen, Racing. Wir ja, würden gerne. Ihn gerne hören. Und dann würden wir natürlich gerne auch mit dir fahren. Also, kurzer Soundcheck. Yes! Okay. Yeah, 1500 cc engine around about 155 PS and also 250 km an hour, 456 kilograms, really light. But it was one of the loudest cars I heard today. Back then, still plenty of emotion, wasn't there? They know what they're doing, so I love it. Here on the straight. On the other straight. On the combination around the back there. But back then, and the straight through exhaust. I mean, the exhaust is giving a lot of energy. So, one of my favorite little babies here today, actually. looks beautiful. Also mit dem Auto hat übrigens Porsche 1960 die inoffizielle Formel 2-Meisterschaft Coupe de Constructeur gewonnen. Unglaublich. Did you know that name? No. The Constructeur? No. No. Okay. I didn't know that before. Every day is a school day. Okay. Wir haben die Auflösung von unserem Fotoquiz. Da wollen wir jetzt ganz kurz mal drauf schauen, was die Anna vorher mit euch gestartet hat. Ich schaue mal, ob ich das Ergebnis von hier aus erkennen kann. Nein, ich kann es nicht erkennen. 78% sind tatsächlich für den Bergspider und das ist natürlich vollkommen korrekt. Wir kommen einmal zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Andere Seite, andere Seite, andere Seite, andere Seite. It's okay, it's okay, it's okay. Is he going into the pits? Yep. Yep. Ah, doch, der kommt nochmal. Ich kenne den Pascal. Der kommt nochmal. Komm, einmal so hast du noch vorbei. Richtig einmal noch Feuer. Go, 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 go. Voll drauf! Dafür haben wir die Porsche Soundnacht erfunden. Genau für diese Momente. Das Besondere dieses Jahr dürfen wir fahren. Einfach nur abgefahren. Gut. Also, die meisten haben richtig gestimmt. Es war der Titantank vom Porsche 909 Bergspider. Sensationell. Okay, Marc, I think we have it at this point with the car. Und awesome. Wir geben zurück an Anna. Bitteschön. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Pascal auf dem Weg hierhin ist, denn es ist einfach unfassbar, ja. Die Zeit, die ist hier so schnell verflogen und ich weiß nicht, anscheinend haben sich die ganzen Kollegen gedacht, jetzt ist schon längst Feierabend, hauen wir mal ab, ja. Ich bin hier tatsächlich ganz alleine, hab nur noch euch dabei und vielleicht begleitet ihr mich ja so den einen oder anderen Schritt noch in den Feierabend rein.
ist natürlich alles ein Spaß gewesen, denn das ist die Porsche Sound nach 2021. Vor dieser romantischen Sommer-Sonnenstimmung-Kulisse wollen wir jetzt noch mal ein richtig geiles Abschlusskonzert abfeuern. Ja? Wir haben alle Modelle, alle unsere Protagonisten des Tages noch mal zusammengesammelt. Das ist unser Porsche Soundnacht Orchester. Und jetzt werde ich einen nach dem anderen hier zum richtig Gas geben anfeuern. Unsere erste Geige ist der Urelfer mit Alexander. Und jetzt Engines on! Weiter geht's mit den beiden Turbos und Toni und Gustl. Vergangenheit und Aktuelles und Zukunft. Jo, richtig Gas geben. So, und jetzt geht's noch mal einen Schritt zurück in die Rallye-Vergangenheit mit unseren beiden Protagonisten, mit Walter und Roland. Auch hier bitte noch mal Gas geben. So soll sich das anhören. Und auch wenn dort Mercedes und Harley draufsteht, da ist Porsche mit drin. Deswegen auch noch mal hier unsere beiden. Richtig Gas geben. Not least unsere super Sportwagen, der 959S und der Porsche Carrera GT1. Tim sitzt am Steuer, du hast mir eben das Driften beigebracht. Jetzt bitte noch mal ordentlich Gas geben. Das ist das Orchester, das ist unser Abschlusskonzert hier in Zuffenhausen auf dem Porsche Museum. Sound kann es nicht geben und ich bin gespannt, ob ihr das in Weißer noch toppen könnt. Gruß an Matthias und die Crew. Ich denke schon, Anna, dass wir das toppen können. Wir haben den 962 nochmal, unser großes Finale. Ducky, gib nochmal alle ins Feuer. Der 917, unfassbar genial, dieses Auto, der Sound ist zum Niederknien. Gibt's mal richtig. Oh! Und dann haben wir den 919. Ready. 718 und dann bleibt für mich der 918 weiter. Ich liebe es, Leute. Das war die Soundnacht 2021. Ich darf den Lieder machen. So, einschalten. Die rein. Anschneiden. Das war sie, die Porsche Soundnacht 2021. Mitfahrenden Autos ist einfach nur sensationell. Ich gehe in den Race-Modus rein. Feuerfrei. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, danke fürs Zugucken.